Jizya zahlen, ansonsten als Polytheist oder als ja, als Atheist oder so, da ist dir das nicht erlaubt. Da hast du entweder nur die Option Tod oder Konvertierung. Also ich glaube, wenn es dazu kommt, dass eine Scharia da ist, ja, und alles islamisiert sind wird, dann glaube ich nicht, dass es noch Juden gibt. Also wer sich das Video nochmal anschauen will, das ist auf Memri TV drin und zu den Apostaten, Apostasiegesetzen. Und wie gesagt, er wurde ja interviewt, er hat auch ganz klar gesagt, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Und wie gesagt, man muss dann, es wird als Verbrechen gesehen. So, wo ist er jetzt hin? Könnt ihr den mal bitte rufen? Ja, wieso rufen? Ja, das wir waren ja noch in der Diskussion, wir haben ja noch darüber diskutiert. Ja, endlich einer, der mal leise so ist und ruhig und nicht rumschreit. Der vernünftig redet. So, wir haben ja das Zitat hier von dem, was der gesagt hat. Wenn der Abfall vom Glauben in Form einer Übertretung, eines Verbrechens oder eines Hochverrates kommt, ist es selbstredend, dass es als ein Verbrechen behandelt wird, das bekämpft werden muss. Und dies auch eine gewisse Strafe zur Folge hat, hat er ganz klar gesagt. So, und dann hat er weiter gesagt, aber wenn der Abfall vom Glauben keine Gefahr oder ein Verbrechen gegen die Gesellschaft darstellt, so denke ich, dass die Gesellschaft nicht mit diesem Problem beschäftigen muss. So, jetzt haben wir aber unter anderem das Problem, wenn wir zum Beispiel eine sinkende Zahl an Anhängern des politischen Islam haben, beziehungsweise an Muslimen, die das Ganze weiterbringen sollen, dann ist das schon gefährlich, dass man sagen soll, hier, wir haben hier sinkende Zahlen, jetzt müssen wir wieder die Apostasiegesetze einführen. Vor allem das Ding ist ja auch, wir haben zwar sinkende Zahlen von Muslimen, von praktizierenden Muslims, aber warte mal 20, 30 Jahre ab, das werden ja immer mehr, die dann trotzdem noch Kulturmoslems sind, also von ihrer Sozialisierung her, aus ihren Familien, da dann doch offen für sind. Und dann lass mal diese Salafistenprediger mehr Einfluss bekommen und dann hast du irgendwann eine Gesellschaft, die mehrheitlich muslimisch ist, auch wenn es nur Kulturmoslems sind, und die kehren da dann wieder hin zurück und fangen an, ihren Glauben auch auszuleben. Und genau das ist halt das Problem, wie gesagt, das ist ja leider das Problem im politischen Islam, dass sogar die Muslime, die sich nicht danach richten, irgendwann vor die Wahl gestellt werden müssen. Seid ihr für Mohammed, seid ihr für die Scharia oder seid ihr für das Land, in dem ihr lebt, für die Rechte? Wenn ihr nicht dafür seid, also wenn ihr nicht für Mohammed und für die Scharia seid, dann seid ihr gegen uns. Und das ist ja auch das Hauptproblem, wo wir auch versuchen, ein bisschen da den Muslimen zu helfen, die hier in diesem Land friedlich leben wollen, dass sie eben nicht vor diese Wahl gestellt werden müssen, sondern dass wir hier friedlich zusammenleben können auf Grundlage unseres Grundgesetzes und nicht auf Grundlage der Scharia. Sabukira, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das ist ja im Islam auch so, dass Juden da der Erzfeind sind. Also ich bin da nicht so fest, ich bin da nicht so koranfest, dass ich hier das so... Natürlich, die träumen davon. Juden sind die Erzfeinde der Moslems, die hassen die noch viel mehr als Christen. Ich weiß, die werden da, glaube ich, als Schweine und sowas betitelt. Ja, also Affen und Schweine, die Allah sie verwandelt hat. Und das Problem ist halt, die Juden haben damals, wollten das nicht annehmen. Wir kennen viele Stämme, unter anderem die Banu Qurayza, die bekämpft worden sind. Die Geschichte von Safia, deren Mann und deren Vater getötet wurden, auch deren Stamm. Und sie dann gesagt hat, Mohammed, ich gebe mich dir sexuell hin. Und wo wir wissen, dass sie dann aus Zwang mit ihm zusammenkommen musste, um ihre Familie zu retten. Und ganz ehrlich, wenn man sagt, ja, sie hat ihn aus Liebe geheiratet, ganz ehrlich, welche Frau, deren Mann, deren Vater, deren Stamm von ihrem neuen Ehemann getötet wurde, wer kann dann sagen, dass sie ihn aus Liebe geheiratet hat, ganz ehrlich? Und deswegen kommt auch auf den ganzen Demos Khaybar, Khaybar, OI Juden. Das ist eine Hommage an das, was damals mit dem Stamm von Safia und Kinana passiert ist. Wir haben absolut keine Verwendung in unserer Gesellschaft für solche Dinge. Ist ja nicht die Frage. Ja, also wie gesagt, wir wollen ja gerne mit Muslimen friedlich zusammenleben. Das streitet hier, denke ich, hier auch keiner ab. Die Frage ist halt, welche Hindernisse in der Ideologie des politischen Islams sind, die eben das genau verhindern. Weil ich möchte gerne mit Menschen zusammenleben, die mich nicht ins Gesicht anlügen, weil sie je nachdem wissen, hier, wir werden die Mehrheit bilden und dann seid ihr ganz unten. Und wir haben es in den Stream mehrfach bewiesen, dass eben das genau leider der Fall ist. Simon, vielen Dank.
Ja, Zionisten sind doch eigentlich nur Juden, die einen eigenen Staat wollen. Oder was genau sind denn Zionisten? Oder die daran festhalten? Was soll das immer wieder mit Zionisten? Kann mir das mal Die jemand... einen eigenen jüdischen Staat wollen. Aber hier leider gibt es so Propaganda, die Aha, sagen, ich will dich mal ganz kurz aufklären. Guck mal. okay, hör mal zu, jetzt reicht's Israel, aber. Israel So, und jetzt Palästina. bist du unten, du bist jetzt leise. Ich rede, ja? Wenn ich rede, bist du leise. Oh Mann. So, also, soweit ich sagen kann, gibt es hier sehr viel Propaganda, wo gesagt wird, die Zionisten wollen eine Weltherrschaft, ja, irgendwie sich vergrößern, ja, dass es größer als Israel wird oder irgendeinen Tempel jetzt bauen. Also da gibt es so viel Propaganda, das ist nicht normal. Und oder zum Beispiel, die sagen, die Zionisten sind diese 5%, die gar nicht nach Israel wollen, ja, die sagen, erst wenn der Maschiach kommt, dann dürfen die nach Israel, die leben auch nicht in Israel. Das ist auch so eine Propaganda, das sind die wahren Juden, 5%, ja. Und die restlichen Juden sind keine Juden, sagen die. Nur diese 5% ist auch so ein Schwachsinn. Ja, da wird echt viel Propaganda hier. Hört ihr mich? Ja, Okay, entschuldigt. es hat kurz gehangen. Ja, auf jeden Fall gibt es sehr viel Propaganda wegen diesen Zionisten, wegen dieser Definition. Und ja. Wie gesagt, ich meine, was macht der kleine Staat da unten Israel aus im Vergleich zu den ganzen arabisch-islamischen Ländern drumherum? Also ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz kleines Land. Aber das Hauptproblem, weswegen die Hamas gesagt hat, hier, wir werden das niemals akzeptieren, ist einmal, weil es ein jüdischer Staat ist und zweitens, weil dort unten kein anderer Staat außer unter islamischer Herrschaft existieren darf, laut deren Schriften. Und deswegen steht auch in der Karte der Hamas, direkt am Anfang, Israel wird existieren, bis der Islam es wieder auslöscht. Das ist direkt in der Karte der Hamas selber und die Hamas selber sagt auch hier, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten und ein Stein sagt, O Moslem, Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Und das ist einer der Hauptprobleme, dass es generell gegen Juden geht, dass die Existenz des jüdischen Volkes allein schon aus Sicht des politischen Islams ein Problem ist. Mohammed selber hat damals die ganzen Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben. Da gibt es auch zuverlässige Hadithe zu und das ist ein Riesenproblem. Hope, hört man mich noch? Ja, man hört dich noch. Ja. Okay. Man Ja. hört. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, also wir wollen einfach, dass wir friedlich miteinander leben können, aber damit wir friedlich miteinander leben können, ist es erstmal wichtig, die Barrieren dazwischen aufzuräumen. Und die Barriere des politischen Islams ist eine extrem hinderliche Barriere, dass wir überhaupt friedlich zusammenleben können, weil es einfach eine unterschiedliche Gesellschaftsform schafft, weil es eben eine Ablehnung der Gesellschaften, die nicht islamisch sind, schafft im politischen Islam. Moritz, darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Wenn man mit Respekt hochkommt, ne, und eine Debatte führen will, dann hör dir auch mal eine andere Seite an, ohne zu streiten, ohne dass du Haupt die ganze Zeit dazwischen redet und beleidigt. Wann bist Und du mit was, wann Respekt habe ich dich hochgekommen? Wann beleidigt? bist du mit Okay, Mariuma, wann misch bist du dich mit nicht die Respekt ganze Zeit hochgekommen? ein. Wir reden doch ganz normal. Wir wollen doch nicht streiten. So, die versteht kein Deutsch. Der Moritz will dir antworten, dann bist du leise. So, Moritz, antworte ihm, bevor die Was, wieder reden. du hast mich nicht leise zu stellen, Ich Mädchen. Benimm habe dich. es, So, warte kann mal, es, Mädchen. Ich warte kannst du mal, mit der deinem Stream hier Freund reden selber. da, du Domina. Warte mal, der Stream hier selber wird von Hope und mir geleitet. Das heißt, Hope hat hier Adminrechte. Das heißt, wenn sie sagt, dass du jetzt das Wort hast, dann kannst du auch das Wort haben. Aber wie gesagt, wir versuchen das hier möglichst fair zu machen, dass jeder ausreden darf. Wir haben Ich habe eben bei Respekt. Toter. Ich komme hoch. Ich rede ganz normal. Sie macht mich runter oder beleidigt. Ich rede ganz normal. Moritz, habe ich sie Sei beleidigt? einfach ruhig. Ja, schau mal, wir kennen einer. Du warst wie oft in den Streams schon drin, wie du schon beleidigt hast. Du kannst froh sein, dass du überhaupt noch hoch darfst nach deinen Aussagen. Ich rede normal. Ich antworte Ist das für genau, dich wenn ein Mensch normal? mit mir gut ist, bin ich auch gut. Ist das für Ich habe dich normal, so Respekt. zu reden? Okay? Ich Ist habe es zu Hause normal bei gelernt, dir? wenn jemand mich Das respektiert, hast du respektiere ich gelernt den zu auch. Hause, so zu reden. Also dann weiß ich Nein, auch ich nicht. bin erzogen Dann weiß als ich du, glaub wirklich mir nicht. das. Ich habe noch nie, außerdem bei uns lernen wir erstmal, wenn Männer sich unterhalten, dann hat die Frau den Mund zu Ja, halten. das Nicht sehe so ich wie gerade hier du. nicht, Du ja. Da beleidigst haben die die ganze Männer Zeit sich muslimische unterhalten. Männer. Da haben die Letztens Männer sich hast du meinen unterhalten. Arbeitskollegen beleidigt.
Hör mir mal zu, da haben sich Männer unterhalten und da warst du ganz laut, ja? Da hast du deinen Mund nicht gehalten. Also erzähl doch bitte keine Scheiße. Kollegen beleidigt. Und hast du nicht gelernt, dass du hier oben gar nichts verloren hast? Was? Hast du nicht gelernt, dass du hier oben gar nichts verloren hast? Nochmal, warte mal, Marioma, mit dem Wort halt deine F-Punkt, kommst du nicht weiter. Ganz ehrlich, wir reden hier normal miteinander und wenn du... Nicht rein dürfen oder was ist los hier? Schwachsinn, wie viele Muslime haben wir hier drin, die hier Gegenkonter geben konnten? Wir hatten eben den toten Dichter drin. Wir haben ganz sachlich, ganz ruhig miteinander diskutiert. Da war auch alles in Ordnung. Er kann gerne auch nochmal hochkommen. Wenn man uns mit Respekt gegenüberkommt, dann kommen wir auch mit Respekt. Aber Respekt ist nicht etwas, was man von vornherein kriegt. Ja, das muss man sich verdienen. Wir sagen doch nichts. Wir warten doch selbst. Was ist ihr? Warte wenn mal. Ihr was vorlesen, dürfen wir dein, doch auch dein Bruder, der hier oben war, der hat sich benommen. 1A, der war leise. Er ist nicht mein Bruder. Ich habe keine Brüder hier drin. Ich rede ganz normal. Dein ich habe nicht mal was gesagt. Ich habe nur gesagt, dein du sollst mich beleidigen und mich runtermachen. Sei doch mal leise, hör doch mal zu. Guck schon wieder, das ist respektlos. Du hast mir nicht zu sagen, dass ich leise ich rede, dann bist du... Doch, ich kann es. Du, nein, du bist hier Gast. Warte mal, das ist Nonsens, Mario. Wir lassen jetzt erstmal wir lassen jetzt erstmal H reden, das andere möchte ich aussprechen, nicht, dass ich am Ende noch dafür gesperrt werde für diese Abkürzung. Ich bin der Harry J. Ja, ja, wir kennen dich. Bitte? Wir wissen ganz genau, wer du bist. So. Das ist doch schön noch. Das ja, das ist schön. Eigentlich bist du immer auf der Liste, die gesperrt ist, aber heute hatte ich einen guten Tag. So, ja, komm. Gucken wir mal, wie lange du jetzt oben bleibst. Ja, was hast du für ein Problem eigentlich? Du hast ein Problem die ganze Zeit. Ich habe kein Problem. Du bist jetzt doch, hier hochgekommen. Du hast ein Problem. Ich habe kein Problem. Du kannst dich nicht beherrschen. Du weißt, weißt du, was dein Problem ist? Ich sag du kannst dich nicht beherrschen. Wir wollen erstmal dein Problem lösen, ne? Das ist wichtig. Ich erzählen, was für Probleme und haben. Hast du auch was Produktives zu sagen? HJ oder was ist das? Ja, ich wollte erstmal sagen, wenn man hier Demokratie predigt, dann sollte man sich seine eigene Geschichte kümmern und gucken, welche Verbrechen hier begangen hat die ganze Zeit. Was redest du? Der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, Dritte Weltkrieg. Danach sollte man sich andere Bücher... Es gab noch nicht mal den Dritten Weltkrieg. Es gab noch nicht mal den Dritten Weltkrieg. Ganz ehrlich, also ganz ehrlich, wir schauen mal. Gaza ist schon der Dritte Weltkrieg. Was haben denn die Juden gemacht? Was sollen die denn gemacht haben, HJ? Der sagt Dritte Weltkrieg, ich glaube, also ich weiß nicht, bist du gerade aufgestanden oder was? Warum redet ihr immer so, also sei mal leise, die Juden hassen? Guck schon wieder, sag mir nie, Haup, sag mir nie wieder sein. Hast du verstanden? Doch, sage ich, ich kann das. Was so mache ich gleich dein Foto rein, ich schwöre dir das. Mach dann wird die ganze Foto Welt... Halt doch deinen Mund. Mach mein Foto rein, was denkst du, wer du bist? Denkst du bist wie war, warte mal, Marioma, wie war das nochmal mit Respekt? Wie war das nochmal mit Respekt? Du drohst hier und du weißt ganz... Marioma, warte mal, ich hol dich mal gerade runter, du kannst gleich wieder hochkommen. Du weißt ganz genau, dass wenn man so Fotos hochlädt, dass es Leute gibt, die je nachdem dazu in der Lage sind, körperliche Angriffe drauf zu machen. Und du drohst hier und sagst, du willst Respekt, du kommst mit Respekt, ganz ehrlich, du bist, was das angeht, eine Heuchlerin aus meiner Sicht. Aber ihr seid auch nicht besser, ne? Hier beide. Besonders die da unten ist, die ihr redet. Ich bin die Beste. Schau mal, H. Wir haben niemals, warte mal, H. Wir haben niemals, und das kannst du gerne unsere Streams durchsuchen, niemals jemanden körperlich gedroht, dass wir sagen, hier, wir finden dich oder wir machen irgendwas mit dir. Das kommt immer von der anderen Seite, ganz ehrlich. Und so, wenn die Marioma das meint, so machen zu müssen, ganz ehrlich, dann hat die in diesem Stream hier nichts zu suchen. Was habt ihr gesagt? Ich habe da gar nicht mitbekommen, dass sie körperlich bedroht war. Hat sie euch auch gar nicht bedroht? Ich hab da gar schau nicht mal, sie hat doch gesagt, warte mal, sie hat gesagt, ich lade dein Bild hoch und dann siehst du mal, was mit dir passiert. Das hat sie doch gerade vor 2 Minuten gesagt. Ja, das hat sie bestimmt nur ironisch gemeint. Das heißt, ja, natürlich. Ja. Das hat sie bestimmt ironisch gemeint. Sag mal, was ist bei dir schiefgelaufen? Jetzt mal ganz ehrlich. Genau, das wollte ich wissen jetzt von dir. Willst du mit uns jetzt hier reden oder nicht? Wenn du hier nur mit dir bestimmt nicht. Ich rede jetzt mit deinem Host da und oben. Besser. Mit dir kann man nicht reden. Braucht man nicht mit dir zu reden. Weil du bist nicht wert, mit dir zu reden. Oh mein Gott. Mit dir kann man nicht reden. Du sollst dich einem Behandler als produktives beigetragen. So, nee, lass mich mal kurz. Oh, jetzt ist er wieder weg. Mich hätte noch interessiert. Warte mal. Ich möchte gerade begründen, warum ich ihn runtergeworfen habe. Er hat gesagt, dass man, dass sie sich einer Therapie unterziehen soll, mit dir kann man nicht reden, bla bla bla. Also was er eben gesagt hat, ganz ehrlich, wir sind hier in einer Diskussion. Und wenn du schon so kommst, dann bringt es nichts, so zu reden. Entweder wir reden ruhig miteinander, wir reden mit Respekt miteinander, ansonsten funktioniert das nicht. Und wenn du schon so kommst und hier Leute ad hominem Angriffe machst, dann funktioniert das nicht. Ja, dann soll er mal unten reinschreiben und begründen,
und beweisen, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Also das würde ich machen. So, wir haben einen neuen Gast, Wallpix. Was ist deine Meinung zum Thema? Hi, ihr Lieben. Ich schaue jetzt schon seit ein paar Tagen ab und zu mal bei euch rein, also nicht nur bei euch, auch bei Löwenherz und bei den ganzen Kollegen. Und mir ist wirklich eine Sache aufgefallen an der Hope. Das größte Problem, was sie hat oder was überhaupt das Problem ist, dass ihr zu viel Macht gibt, weil sie nutzt das wirklich aus. Weil ihr habt gerade ganz kurz fängt an. Weißt du, was ich meine? Oh. Das ist genau das, was ich meine. Bist du jetzt hochgekommen, immer muss hier dazwischenreden. Na, hör doch einfach mal kurz zu. Vielleicht was soll ich dir zuhören? Was soll ich dir weil zuhören? Deine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, das ist nicht in Ordnung. Du musst... Echt? Ja, das ist wirklich so. Okay, guck, warte mal, wer bist du, dass du... Wer ich bin bist gerne du, bei euch in den Live. Siehst du, jetzt, das ist genau das, was ich meine. So, wer bist du, dass du hier hochkommst und irgendwas sagst, ja? Wie ich mich zu verhalten das habe. Ist wer genau bist das. Du? Ich sage nicht, dass du dich so verhalten musst, wie ich dir das sage. Ich sage dir nur meine Meinung. Ja, weil du, aber du, oder warte der mal, Host ist das ein Stream? Gesehen. Ganz kurz. Ja. Kurze Frage, nein, du redest jetzt nicht. Ist es ein Stream, wo hier oben steht, du kannst die Meinung sagen über mich? Nein, wenn du ein Problem hast, kannst du gerne eine Privatnachricht schicken. Vielleicht gucke ich sie mir auch an, ja, vielleicht. Und dann kann ich dir vielleicht auch noch antworten, ja. Aber wenn du ein Problem mit mir hast oder mit meiner Art, dann ist es dein Problem. Es ist nicht mein Problem, sondern dein Problem. Und wenn du ein Problem hast, dann musst du dir helfen. Okay, pass auf, lassen. Ich werde dir dazu die kurz was kann sagen. Da helfen, es geht okay? ja gar nicht, ob ich ein Problem mit dir habe oder über deine Art. Es geht einfach nur darum, dass hier eine Diskussion geführt werden soll. Und du provozierst einfach die Leute mit deiner Art. Weißt du warum? Weil du diese Macht von dem Host bekommst, dass du machen kannst, was du willst. Und du nutzt es einfach nur aus. Und das ist das, also was hast du gerade verpasst? Du bist eine Ausnutzerin. Mehr machst du nicht. Du bist Hast du gerade verpasst, was der Moritz gesagt hat? Wir machen das zusammen, okay? Mag zusammen. Ja sein, dass ihr das zusammen macht, ja, aber nicht mal der Moritz Problem. Verhält sich ja so wie du, obwohl das sein Kanal ist. Sag mal, warte mal kurz, Wall. Also wenn ich Hope die Adminrechte gebe, so, weil ich sage hier, sie darf sich da auch gerne einmischen, sie darf da auch gerne reden. Und wenn dann so Kommentare kommen, wie zum Beispiel, dass da beleidigt wird, dass da und dazwischen geredet wird, dann hat Hope auch das Recht, dazu sagen, hier, sie kann auch die Leute mal stummen, dass wir ordentlich miteinander reden können. Das dient zur Deeskalation, Wall. Das ist auch korrekt, so, weil niemand soll niemanden beleidigen. Beleidigen ist nicht gut. Ja, oder warum gehst du nicht zu diesen Leuten? Ganz kurz. Aber warum gehst du denn nicht Internet zu diesen Leuten? Zu spielen, weil das ist immer sehr, sehr einfach. Wenn so, warum gehst du nicht zu diesen Leuten, die beleidigen und sagst denen was? Ich verurteile jeden, gesehen, der beleidigt. Aber ich verurteile auch Leute, die habe ich aber jetzt nicht gesehen, dass du zu Leuten wirklich dieses Ausnutzen, wie du vorhin zu... Ganz kurz. Du hast, wie du eben zu dem Mädel gesagt hast, du bist jetzt mal leise, ich bin jetzt dran und so redet man nicht mit den Leuten. Das macht man nicht. Da kannst du auch mal einen netteren Ton warte, einsetzen. Willst du mir weil jetzt wie sagt gerade man so schön in Deutschland? Naja, warte mal, Hope. Wallpix, das Problem ist halt, du hast doch eben gehört, wie Mariuma gesprochen hat. Und das war so nicht in Ordnung. Sie hat gesagt, halt deine F-Punkt und sie hat sich wirklich nicht in Ordnung verhalten. So, bei Hope ist das so, warte mal, Wall, warte mal kurz. Ich habe das bei Hope so erlebt und deswegen ist sie, warte mal, lass mich doch mal ausreden. Du willst doch meine Stellung dazu hören. Ich bin der Host, also kann ich auch wohl was dazu sagen, was du meinem Stream hier vorwirfst. Also, wenn Hope da etwas zu sagt und wenn die andere Partei sich wirklich nicht in Ordnung verhält, beleidigt und sonst noch was, dann darf Hope die stummen. Das ist in dem Moment in Ordnung. Wenn jemand, eben wie Toter Dichter zum Beispiel, hochkommt und normal mit uns redet, da hat Hope kein einziges Mal dazwischen gesprochen. Ich denke mal, bei Hope ist es so, je nachdem, wie man ihr entgegenkommt, genauso reagiert sie dann darauf. Und insofern ist das auch in Ordnung.
Also ich bin da wirklich anderer Meinung. Ja, ja, das ist schön, recht, dass du anderer Meinung bist. Das ist aber deine kurz, Meinung. Ganz kurz, wenn jemand frech ist und nicht die richtige Wortwahl treffen tut, dann ist das okay. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass das ständig so ist. Ob okay, hier oder Wall, bei den wir möchten, warte mal, Wall, wir haben jetzt, warte mal. Wall, warte mal kurz. Wir haben jetzt genug über das Thema gesprochen. Du hast den Stream kritisiert, ist auch dein gutes Recht, ist deine Meinung. Aber ich würde jetzt gerne die Zeit nutzen und zum Thema wieder zurückkommen. Also, was hast du zum Thema beizutragen, dass du sagst, hier ist der politische Islam eine Gefahr für unsere Demokratie, ja oder nein? Weil ich möchte die Zeit gerne nutzen und mich nicht hier auf irgendwelche Befindlichkeiten oder so konzentrieren. Okay, du hast, wie gesagt, deine Meinung dazu geäußert. Ich muss noch eine kurze Sache sagen. Also, es geht darum, ich habe nicht dein... Das würde ich ganz gerne jetzt noch sagen, bevor ich das andere erwähne. Ich habe nicht dein Stream kritisiert. Wenn ich dein Stream kritisieren würde, dann würde ich hier nicht drinne sein und dir stundenlang zuhören oder auch tagelang. Du hast die Führung, warte mal, du hast meine Führung kritisiert. Doch, du hast die Führung kritisiert, dass ich Hope die Adminrechte gebe und dass sie aus deiner Sicht diese missbraucht. Das ist doch Kritik an meiner Streamführung. Ja, kannst du auch meinetwegen haben, aber ich möchte jetzt, wie gesagt, gerne zum Thema zurückkommen. Du hast dich jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten oder so ausgekotzt. Deswegen reden wir jetzt bitte wieder über das Thema. Okay, letzte Sache. Ich war ja gestern Abend bei ihrem Stream und da hat man gesehen, mit ihren lächerlichen 15 Leuten, daran sollte sie sich mal ein Bild machen, warum das so ist. Wenn du beliebt wärst, dann hättest du mehrere hunderte von Leuten drin, hattest gerade mal 13 Leute. Aber du musst ja seinen Kanal erstmal Was bringt dich das jetzt weiter, ganz ehrlich? Moritz, warte mal ganz kurz. Du weißt schon, dass es kein Stream war, ja? Also das war kein Stream. Du weißt, dass man 3 Tage, um das zu eröffnen, dass man Gäste hochholen kann, das laufen lassen muss. Okay. Oder hast du irgendwelche Leute oben gesehen? Also, ey, der ist doch durch. Der ist ja, ganz durch. Ehrlich, also, ich würde jetzt gerne wieder zum Thema zurückkommen, weil, wie gesagt, man kann ja gerne die Streamführung oder so kritisieren, aber man sollte nicht das Thema komplett verdrängen. Ich würde, wie gesagt, jetzt mal gerne beim Thema bleiben, der politische Islam eine Gefahr für unsere Demokratie, und wir können gerne... warte mal, ich gehe mal gerne auf die Kommentare gerade ein, weil Femi, du bist ja auch sehr aktiv im Chat, deswegen möchte ich dir gerne antworten. Der politische Islam wird herrschen, wenn Mehrheiten hier existieren, wenn die Möglichkeit zur Machtübernahme existiert. Ganz klar, wir haben da verschiedene politische Aussagen von gewissen Leuten auch schon gehört, die gesagt haben, hier, Deutschland wird ein islamisches Land werden, ganz klar. Und wir haben auch im Stream, wenn du dir das mal angehört hast, wie viele Leute gehabt, die gesagt haben, der Islam wird siegen, Deutschland wird ein islamisches Land. Und da haben wir doch als Deutsche das Recht zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen hier unsere Werte behalten, wir wollen hier unsere Grundordnung behalten und wir wollen hier keine Scharia. Also die Kommentare bzw. die Glaubensbrüder, die hier da hochkommen, die sprechen doch genau eine andere Sprache und das werden wir hier nicht zulassen. Wie gesagt, also ganz ehrlich, der politische Wind wird sich auch drehen. Es wird eine Remigration geben. Eine Remigration, wo wir Leute, die hier nicht zurecht sind, dass die wieder in ihre Länder gehen und da meinetwegen ihren Dschihad machen können und da ihre Scharia fordern können. Zumindest diejenigen hier, die sich nicht integriert haben, weil diejenigen, die sich hier integriert haben, die hier gut und gerne leben, wo kein Problem ist, gegen die sagt auch keiner was. Aber diejenigen, die hier ein Problem für unsere Demokratie darstellen, die können gerne wieder zurück in ihre Heimat gehen und gegen den politischen Islam wird in Zukunft auch vorgegangen werden. Das sehen wir allein schon, wie es in Frankreich, in Österreich und in anderen europäischen Ländern läuft. Wir haben aktuell da eine Zeitenwende. Servus. Moin. Ich würde auch mal kurz, wie das auf TikTok so ist, gerne meinen Senf dazu geben. Ich denke, dass all die guten Argumente, die ihr habt, und all die logischen Schlussfolgerungen, die ihr daraus zieht und ausgezogen werden können, am Ende Ideologen nicht überzeugen werden können, weil Ideologien nicht überzeugbar sind. Das hast du halt auch in nicht nur, du siehst halt auch oft, dass in solchen Atheisten-Streams, die es ja auch gibt, Religionen ja für das Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden. Aber du siehst halt auch in Ländern, wo Religion zum Beispiel komplett verbannt ist, wie Nordkorea, funktioniert auch nicht. Das heißt, die einzige mehr oder weniger funktionierende, meiner Meinung nach, Rechtsnorm, Rechtsform, Staatsform ist halt die Demokratie,
Die hat auch ihre Macken, ihre Kanten. Aber wenn du dir die ganzen islamischen Länder auf der ganzen Welt anguckst, ohne dich mit dem Islam auszukennen, ohne zu sagen, hey, ich habe Scharia, ich verstehe Scharia, ich habe die Hadithe gelesen, ich bin regelmäßig im Stream von Kian und so drinne, ohne diesen ganzen Background zu haben, einfach wirklich subjektiv, nimm das mal so, ein Alien kommt auf die Erde und schaut sich die ganzen Länder an. Und das fährt über die ganze Welt und schaut sich alles an und geht über die arabischen Länder. Und du siehst, dass das die Länder leider sind, wo es keinen freien Journalismus gibt, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo es keinen Frieden gibt, wo du siehst, dass der Islam Menschen leider unterdrückt, wo dann halt immer gesagt wird, das ist nicht der wahre Islam, das ist nicht die wahre Scharia. Nichtsdestotrotz sieht man, dass es halt einfach nicht funktioniert. Weil der Islam, genau wie meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein Fachmann, wie der Kommunismus, vom Menschen fordert, den Kopf abzuschalten und zu funktionieren wie ein Roboter. Und das geht halt einfach nicht. Deswegen ist so eine Gesellschaft wie Deutschland wunderschön und auch wie Israel wunderschön, weil dort kannst du halt Glauben halt aus, kannst völlig atheistisch leben oder halt orthodoxer Jude sein wie ich, und ich stehe dazu, ich bin gläubiger Jude, ich lerne Tora jeden Tag, und du kannst halt dies oder jedes machen, und das ist halt das Schöne an so einer Staatsform wie das jetzt in Deutschland. Ich bin dafür persönlich als religiöser gläubiger Jude, dass man Staat und Religion trennen sollte. Warum? Weil unser Glaube sagt zum Beispiel, dass wenn der Messias kommt, wird es eine kollektive Verständnis geben, dass jeder an Gott glauben wird. Aber das kannst du den Menschen nicht, das ist spirituell gesehen, du kannst den Menschen nicht zwingen, sich an die Scharia, an den Islam zu glauben. Weil dann hast du halt diesen ganzen Balagan, sag mal auf Hebräisch, den du zwischen Iran hast, wo Menschen gezwungen werden, in eine Richtung zu denken, in eine Richtung zu glauben. Da werden andere sagen, ja, das ist nicht Scharia, das ist nicht dies, das nicht ist. Guck dir die Leute an, die sagen dir was anderes. Und jeder, der hier Internet-Rambo Scheich spielt und hier der großen Imam spielt, der wird gegen diese Leute nicht mal mit der Wimper zocken können, und die werden ihn schon im Boden stampfen mit dem Wissen, das die haben halt, ja. Und deswegen, ich denke schon, da ist der Islam, wenn er hier zur Mehrheit kommen sollte, auf jeden Fall eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung darstellt. Weil, wie ihr schon richtig gesagt habt, dass es halt zwar angeblich keinen Zwang in der Religion gibt, aber wie du gesagt hattest, sind alle drei Rechtsschulen sagen, dass wenn du den Islam verlässt, dass halt eine Legitimation gibt, dich quasi zu, dich auf irgendeine Art und Weise zu exekutieren. Und ja, das ist halt keine Frage. Guck mal, Tadi, du sagst ja, du bist jetzt orthodoxer Jude. Kennst du auf Netflix die Serie Unorthodox? Kennst du das? Kenn ich. Du dazu? Ist das authentisch oder ist das unrealistisch? Das ist überhaupt nicht authentisch. Ich kenne die orthodoxe Community. Ich kenne Chassiden. Ich kenne Menschen aus dieser Community. Das ist überzogen. Guck mal, so funktioniert, hat Hollywood, so funktioniert das Fernsehen. Du musst es den Menschen halt so rüberbringen, dass es für die Menschen interessant wird zu gucken. Ich kann dich auf eine andere Serie verweisen, die heißt Stiesel. Dort wird wirklich das Leben von orthodoxen Juden gezeigt. Genau, das ist eine Gesellschaft für sich. Bitte? Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist eine Gesellschaft für sich. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Dort leben Menschen halt unter bestimmten Normen, die man mögen kann, nicht mögen kann. Da muss man nicht mögen, muss man nicht lieben. Aber das, was dann unorthodox gezeigt wird, dass dann irgendwie aus Amerika jemand hier kommt mit einer Waffe, die Frau da bedroht, die dann plötzlich zu ihrer Mutter kommt, die dann homosexuell tut. Also ich kann euch sagen, Sadik, wir können uns das ja hier in Deutschland anschauen. Wer hat überhaupt mal von einem Juden gehört, der irgendeine Straftat insofern gegen das Leben oder so begangen hat, irgendwo in den Nachrichten? Weil ganz ehrlich, wenn das passieren würde, dann würde man das zuerst hören. Und faktisch haben wir diese Straftaten nicht. Also es mag vielleicht Leute geben, die das so machen. Aber wie gesagt, wir haben faktisch mit Juden hier in Deutschland überhaupt kein Problem. Wir können sehr gut friedlich miteinander zusammenleben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe das als Bereicherung an, dass wir die hier haben, weil die auch sehr viel Bildung hier mit reinbringen. Und wie gesagt, diejenigen, die ich kennengelernt habe, mit denen habe ich keinerlei Probleme, weder im Zusammenleben gehabt, noch irgendwie, dass ich sage, hier, ihr akzeptiert unseren Rechtsstaat nicht. Also da muss ich sagen, das ist mir weitaus sympathischer als der politische Islam. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, die Juden, die du halt in Deutschland hast, die sind hauptsächlich aus der ehemaligen Sowjetunion, die wurden halt atheistisch großgezogen, mit denen wirst du auch generell nicht wirklich Probleme haben, weil die sich halt, die sind entwurzelt teilweise,
und die kennen. Aber auch wenn sie nicht entwurzelt wären, auch wenn sie religiös wären, hast du auch dann kein Problem mit denen, weil die sich halt integrieren können und weil sie halt mitmachen und niemand ihren Glauben aufzwingen. Bei uns gibt es keine Missionierung. Wir zwingen niemanden an das zu glauben, woran wir glauben. Das gibt es bei uns halt einfach nicht halt, ne? Und das hast du halt leider, muss man natürlich auch sagen, sehr stark im Christentum. Und natürlich auch sehr, sehr stark im Islam. Deswegen finde ich beide Religionen in bestimmten Positionen kritisch. Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr, sehr positiv auf die christliche Community geschaut habe, als sie ganz klar Stellung bezogen haben. Und obwohl wir so viele Diskrepanzen haben und Meinungsunterschiede, ich habe damals sehr viele religiöse Streams gemacht, trotzdem dann die überwiegende Teil der christlichen Community gesagt hat, hey, wir stehen für Israel, weil wir das verstehen, weil wir das kennen und weil wir die auf die Maschen der Propaganda der Hamas nicht reinfallen. Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Deswegen, also wie gesagt, wir haben diese Probleme nicht mit dem Judentum, die wir eben mit dem politischen Islam haben. Und wie gesagt, wir sehen, wie gesagt, die Christen sind die meistverfolgteste Religion auf der Welt. Und das Judentum wird ja auch verfolgt. Wenn man sich das in den islamischen Ländern anschaut, was da für ethnische Säuberungen teilweise begangen worden sind, wo die Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung teilweise sogar auf null reduziert worden ist. In Israel haben wir genau das Gegenteil. Da haben wir 1,8 Millionen arabische Muslime, die dort friedlich leben. Und da sehen wir genau, das Problem ist dann nicht das Judentum, was die Leute irgendwie ungleich behandelt oder so, sondern wir haben 1,8 Millionen Juden, die da wie gesagt unten friedlich leben. Ja, wir haben aber ein Problem, was wir halt haben, ist, ich lass mich mal ein Bild zeichnen. Wir sind irgendwo in Neukölln, da sitzen 20 Leute drin und 19 davon, das sind Immigranten aus dem muslimischen Kulturkreis. Und dann wird da was über den Holocaust geredet, weißt du? Und der eine Deutsche ist dann derjenige, der darf nichts sagen, der soll den Mund halten, traut sich auch nicht. Und die anderen 19, die dürfen hetzen ohne Ende und ihre Demos machen. Also, um nochmal was anderes zu sagen, dreh das mal um, stell dir mal vor, das wären autochtone Deutsche, ja, also Deutsche, die ja halt einfach die Vorfahren waren auch alles Deutsche. Stellen wir vor, die würden auf die Straße gehen, welchen Aufschrei das geben würde in der gesamten Welt, wenn die Deutschen das jetzt machen würden, die autochtonen Deutschen. Aber wenn die Moslems das machen, ist das irgendwie halbwegs okay und da gibt's sogar relativ viel Verständnis auch von Deutschen. Ja, doppelten Maß, also mit zweierlei Maß gemessen wird halt, ne, wieso man nicht anerkennen kann, dass wenn Menschen ich sag mal muslimische Abstammung halt, ja, ich weiß, dass es keine Religion ist, aber ich rede mal mit Menschen aus diesem Bereich halt, ja, wieso dann ganz klar gesagt, hey, nee, das sind Menschen, die können halt keine Nazis sein, ne, weil sie ja irgendwie Muslime sind oder keine Deutschen sind. Ich verstehe dieses Messen mit zweierlei Maß ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Weiß ich nicht. Ich verstehe es persönlich auch überhaupt gar nicht. Die Deutschen unterschätzen sehr, sehr stark die Gefahr vom Islam, also vom muslimischen Antisemitismus. Und ich kann da auf ein Buch verweisen, was ich selber gerade lese, was sehr, sehr interessant ist. Das heißt die Nazis und der Nahe Osten. Das kann ich jedenfalls ganz entspannt. Von einem Doktor oder von einem Professor aus Hamburg geschrieben, der diesen Dingen auf den Grund geht. Wie das dann halt dazu kam, dass Muslime diese klassischen antisemitischen Ressentiments nach dem Motto halt im Untergrund irgendwo agierend die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Und er zitiert, ich kann das Buch gerne rausholen, er sagt, also das, was er zitiert aus dem Buch von Bernhard Löwis, das ist auch ein interessantes Buch, das heißt Treibt sie ins Meer. Er sagt, dass dieser klassische Antisemitismus, den man halt so kennt, halt ursprünglich von christlichen Missionaren beziehungsweise zum Islam übergetretenen Christen in diese Länder getragen wurde. Dort gab es natürlich auf eine gewisse Art und Weise immer eine Art nicht Antisemitismus, sondern also eine Zweiklassengesellschaft halt. Ihr wisst ja selber, habt ihr oft genug gesagt, dass Christen und Juden in islamisch geprägten Ländern, wie nennt man das, Dhimmis oder Menschen zweiter Klasse? Ich habe den Ausdruck. Ja, Dhimmi-System, das Prinzip der Jizya, wo du als Mensch zweiter Klasse noch nicht mal teilweise lebst. Genau, sowas. Und Da wird immer so schön geredet, ja, die mussten ihre Steuer bezahlen und so weiter und so fort. Und er erklärt das halt ganz schön. Er sagt, nein, das war halt gar nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Das war nicht einfach nur Steuern bezahlen,
Die Leute wurden halt, daraus wurde eine ganze Show gemacht. Es ging nicht um das Geld, es ging darum, die Menschen damit zu demütigen. Die mussten halt ihre Steuer entrichten und wurden dann halt auf den Nacken geschlagen und dann mussten sich umdrehen, da wurde ihnen quasi so ein Tritt noch verpasst halt, ne? Also quasi, um sie halt zu demütigen, zu sagen, hey, ihr seid nicht gleich, wir sind nicht auf derselben Linie. Und das halt, ja, ist halt nicht so schön, wie man sich das immer schön zu reden versucht. Aber der klassische Antisemitismus kam runter, leider durch, muss man halt sagen, durch christliche Missionare, beziehungsweise zum Christentum übergetretene Muslime. Ich glaube ja sogar, dass es im Islam, also wenn man in die Schriften und die Geschichtsbücher von reinguckt, dass da nicht mal die Shoah, der Holocaust erwähnt wird, ne, in Saudi-Arabien und so, dass es da nicht so steht in den Geschichtsbüchern von denen. Da hast du recht, wird es auch nicht. Ich habe einen guten palästinensischen Freund von mir. Wir haben uns letztens über eine Stunde im Auto unterhalten. Ich habe mit ihm gesprochen über verschiedene Aspekte, die er selber nicht kannte. Er weiß zum Beispiel nichts vom Mohammed Amin al-Husseini. Also Mohammed Amin al-Husseini, er weiß nichts über den Großmufti von Palästina. Er weiß nichts darüber, wie es dabei zustande kam, wie der Antisemitismus in den Nahen Osten kam. Er wusste nichts über die Shoah, also über den Holocaust. Er hat mir gesagt, er hat den Film Anne Frank geguckt. Und das hat ihn so ein bisschen so gezeigt, hey, wie ging's den Leuten hier? Aber die wissen darüber gar nichts, weil das thematisieren die auch gar nicht und brauchen sie auch im Grunde genommen nicht damit thematisieren, weil ja sie, also aus ihrer Perspektive zumindest, weil sie halt sich damit nicht identifizieren halt, ne? Aber es ist ja Teil der Menschheitsgeschichte. Also der Zweite Weltkrieg wird ja dort thematisiert. Das kennt ja jeder. Also auch die wissen, es gab den Zweiten Weltkrieg. Die kennen Hitler, die kennen wahrscheinlich sogar Goebbels und alle. Aber dieses Thema wird in muslimisch geprägten Ländern völlig ausgeklammert. Also das steht, glaube ich, nicht mal in den Geschichtsbüchern drin. Also das leugnen die da indirekt. Das ist nicht so wie bei uns in Europa, dass jeder weiß, das gab's, sondern das wird da ausgeklammert. Ich würde gerne verstehen. Sadik, warte mal kurz. Ich möchte, du kannst gerne noch antworten. Dann alles ist Tuareg neu reingekommen. Du kannst dann kurz antworten. Dann kommt Tuareg und dann kommt Christian Knight. Nein, Tuareg kann gerne antworten. Ich habe meine Sachen erstmal gesagt und wir können dann im Laufe des Gesprächs werde ich vielleicht noch etwas eingehen, wenn ich noch was weiß. So, da bin ich mal gespannt. Hallo. Hört man mich? Ja. Ja. Wieso stummst du mich denn, Hope? Ich habe dich nicht gestummt. Im Chat, natürlich. Oder, so, oder Chat, Moritz, ja. Eines von beiden. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, war. Ich war's. Hast du ein Problem damit? Ja, natürlich. Ja, dann ist es dein Problem. Aber man stimmt doch nicht irgendwelche Leute einfach so. Ich kann stumm. Ja, natürlich, aber warum? Ja, pass mal erstmal auf, was du da schreibst. Was denn, wenn ich Fangirl geschrieben habe, oder was? Du hast da auch noch andere Sachen geschrieben. War der erste Satz, was ich geschrieben habe. Warte, willst du mit mir darüber diskutieren, warum ich dich gestummt habe? Wie bitte? Dann bist du hier falsch. Wenn du darüber diskutieren willst, warum ich dich gestummt habe, bist du hier falsch. Nee, warum denn? Ist doch alles in Ordnung, Hope. Du musst nur ein bisschen entspannen, weißt du? Gar nichts. Du kannst nur. Warte mal, Hope. Wir können gerne darüber reden, was er geschrieben hat, warum du ihn gestummt hast, in Bezug darauf zum Thema gerne. Weil ich würde hier gerne das Thema diskutieren und nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten. Genau, wenn er ein persönliches Problem mit mir hat, kannst du mir gerne schreiben. Ich habe einfach. Warum? Du bist ja gerade Admin, deswegen habe ich dich damit konfrontiert. Ich habe einen Satz geschrieben, du mutest mich sofort. Guck mal, du weißt doch ganz genau, ich stumm dich immer. Und weißt auch warum, oder? Du weißt ganz genau. Argumentier mal, bitte. Bin ich mal gespannt. Ja, weil du erstmal beleidigst. Ja, ja, okay. Ja. Warte mal, Hope, warte mal. Wir haben jetzt zum Beispiel hier eine, die schreibt, die ist Dauerakro-Zionistin B. Also ganz ehrlich, dafür kann man gerne stummen. Aber jetzt für normale Kommentare denke ich auch nicht, dass du die Leute normal stummst, weil du hattest auch in meinem Stream alle Leute hier wieder freigemacht. Also ich sehe das schon relativ fair an. Und wusstet ihr, ich weiß ja nicht, Tarek, woher du kommst, vielleicht bist du Türke, aber dass man jetzt... Ich bin halb Deutsch, halb Algerier. Dass man in jedem Supermarkt Mein Kampf kaufen kann, das lesen die da ohne Ende, wirklich. Wo? In der Türkei. Das kannst du überall kaufen, Mein Kampf, auf Türkisch, das lesen die. Was interessiert mich Türkei? Ich lebe in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren. Also, daher kann ich schlechter dazu was sagen, weil ich das nicht weiß, was da verkauft wird. Ja, natürlich. Also aus meiner Sicht sollte es interessieren, und zwar aus dem Grund, weil wir sehr viele türkische Moscheen hier in Deutschland haben, die unter der DİTİB stehen und der direkte Arm von Erdogan insofern sind. Also insofern ist es schon wichtig, weil wir haben hier türkische Politik, die in Moscheen in Deutschland gemacht werden.
Ja, ja, klar. Und Moritz vor allen Dingen unter dieser Prämisse, wenn man sagt, hey, ich lebe da unten nicht, das interessiert mich alles nicht, unter dieser Prämisse brauchen wir gar nicht über den Nahosten zu sprechen, brauchen wir gar nicht über Israel zu reden, gar nicht überhaupt, was im Nahosten passiert, weil wir leben ja nicht dort und haben damit nichts zu tun, weißt du, das ist ja totaler Bullshit. Hol doch mal Luft. Ich hab sehr gut Luft, danke. Bisschen Schnupfen, aber danke, dass du dich um meine Gesundheit kümmerst. Vielen Dank, Habibi. Okay, kannst du dich jetzt stummen, danke. Er hat mich ja mit was konfrontiert. Wo ich halt nicht drauf antworten kann. Ich muss mich dazu belesen. Das fällt mir oft in diesen Streams, nicht jetzt in diesen Streams, in vielen Streams, es werden Leute hochgeholt, zu bestimmten Dingen befragt, die vielleicht überhaupt keine Ahnung oder Hintergrundwissen haben, weil sie sich noch nicht damit beschäftigt haben. Dazu kann ich, wie gesagt, nicht antworten. Also ich weiß nicht, was in der Türkei abgeht und was nicht. Ja, dann bist du die Person ohne Hintergrundwissen. Ja, was ist denn deine Expertise? Warte mal, Turek, wenn du sagst, wie gesagt, wir haben ja ein Thema, der politische Islam eine Gefahr für unsere Demokratie, dann kannst du gerne sagen, wie stehst du dazu? Ist es eine Gefahr für unsere Demokratie? Und wenn nein, warum nicht? Nee, ich bin eigentlich nur hochgekommen, weil ich gerade reingekommen bin, wo Sadek reingekommen ist. Ein paar Sachen erzählt hat. Mir geht immer bei eurer Diskussion, ja, man kann viele Sachen kritisch sehen, aber seht bitte auch beide Seiten kritisch, ja, auch was in Israel abgeht. Was kann man denn kritisieren? Braucht dich Israel ja nicht zu interessieren, das hast du ja eben gerade auch gesagt, Türkei also interessiert dich ja auch nicht. Kenne ich mich aus, ich habe jetzt auf Türkei bezüglich meinen Kampf reagiert, was international gerade meinte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alle Muslime, hallo. In die anderen. Ich wollte nur kurz sagen, bitte. Du hast gesagt, die politische Islam ist eine Gefahr für uns. Erstmal, Watermelon, du kommst gleich dran. Erstmal kommt Christian Knight, dem habe ich das jetzt versprochen. Du kannst gleich sprechen. Also, als allererstes, Gottes Segen im Namen von Jesus, dem Christus, an alle, egal ob Muslime oder Hinduisten oder Atheisten, das ist mir egal. Gottes Segen an euch alle. Hi. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, und zwar, es wurde mal kurz angesprochen, dieser Satz, mir mein Glauben, euch euren Glauben, okay? Ich will euch ganz kurz mal nur aufklären, wer waren denn die Leute, denen das gesagt wurde und wurde denen dann auch der Glauben gelassen? Bitte benutzt euer Gehirn, euch euren Glauben, mir mein Glauben, und dann ein paar Jahre später die angreifen und zum Islam zwingen. Das bedeutet, bitte benutzt nicht diesen Satz, das ist so lächerlich, ja? Und an alle Menschen, die hier sind und zuhören, öffnet euer Herz, benutzt euer Gehirn. Nicht der politische Islam ist eine Gefahr, sondern der Islam an sich, nicht für die Demokratie, sondern für alle freien Menschen. Das ist meine Meinung. Mehr will ich nicht sagen. Euch allen noch Gottes Segen. Habt einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Moritz, klasse Arbeit. Ich hoffe, man sieht dich mal demnächst wieder mit deiner Freundin oder alleine bei der BPE. Props gehen raus. Wir stehen hinter euch. Macht euch keine Sorgen. Danke. Euch alles Gute und noch einen schönen Tag. Danke. So, jetzt Watermelon, gib deinen Senf ab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alle Muslime und hallo an die anderen. Ich wollte nur, was hast du Gefahr für unsere Demokratie? Ich lebe in Deutschland seit 8 Jahren, ja? Und ich wollte dir die Ergebnis geben. Weißt du, hier gibt keine Demokratie. Auch wenn es gibt kein Islam hier in Deutschland. Die Demokratie nimmt von den armen Menschen 35%, ja, von mit 18, 17 Jahren beginnt mit Arbeit bis 67, ja, und die reichen Leute würden noch mehr reiche, und die arme Mensch. Okay, warte mal, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Also, ich kann verstehen, natürlich in unserer Regierung gibt es vieles auszusetzen, aber lenk jetzt nicht ab, wir reden über den politischen Islam. Also deswegen meine Frage, würdest du sagen, dass es unter einem System der Scharia hier besser laufen würde? Du kannst dich wieder entstummen. Ganz kurz. Weißt du, das ist... Watermelon, würde es unter einem Scharia-System hier in Deutschland besser laufen? Ganz kurz, Leute, es funktioniert hier nicht mit den Likes. Ich mach den Chat wieder aus. Es funktioniert hier nicht mit den Likes. Das kann doch nicht sein. Mit Scharia? Meinst du mit Scharia? Wenn gibt Mehrheit sind Muslime, dann mit Scharia ist besser. Wenn Muslime nicht Mehrheit, das mit Scharia geht nicht. Aber weißt du, das System von Arbeitsamt und Jobcenter, das von Islam, sie haben eher bekommen. Also, weißt du, ein Blödsinn, also oder nicht?
Erstmal, bevor du sprichst, das Jobcenter, das haben sie, also das ist ein islamisches System, das haben sie vom Islam bekommen. Das Jobcenter haben wir hier, weil das islamisch was ist? Also, was redest du da überhaupt? Das die Thema von die Aufgabe von Jobcenter, das nimmt Geld von die Leute arbeiten und gibt die armen Menschen oder die Leute können nicht arbeiten. Ja, das war von Islam bekommen. Habt ihr das von Islam bekommen? Wenn ihr weiß nicht, ich wollte euch okay, nachschauen. Warte mal kurz. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Warte mal, du redest von der Armensteuer. Kann die Zakat, die Armensteuer, auch an Ungläubige gezahlt werden, an Juden, Christen, Götzendiener? Da würde ich gerne mal eine Antwort von dir haben, weil meines Wissens geht die Zakat nur an Gläubige und diejenigen Ungläubigen, die zum Islam konvertieren wollen, zur Dawa. Das ist schon mal der entscheidende Unterschied. Und erzähl doch nicht, dass Allah das Jobcenter gesandt hat. Ja eben, also du hast eben gerade wieder eine Lücke geboten, wo rausfliegen kann. Also dass das, wir haben das Jobcenter in Deutschland nicht aufgrund unserer europäisch-christlichen Werte, sondern das ist wegen dem Islam. Überleg doch mal, was du redest. Also so viel Blödsinn immer wieder zu hören, ja. Das Jobcenter gibt es aufgrund der islamischen Kultur. Was gibt's denn in den islamischen Ländern? Gibt's das, was ihr hier bekommt, alle, für alle Menschen, eine Fürsorge wie das Bürgergeld? Und das haben wir jetzt vom Islam. Warum? Da nagel ich dich jetzt mal drauf fest. Dann erläuter mir mal, warum haben wir das, warum haben wir hier das Jobcenter wegen dem Islam? Erklär mir das mal bitte genau, Wassermelone. Watermelon. Du kannst antworten. Entstummen. Wenn er spricht, sage ich kurz was. Danke für das Gespräch. Ich bin erstmal wieder weg. Vielleicht sieht man sich heute Abend nochmal. Danke, Zadid. Danke. Bis dann. Ciao. Also, was ist mit Wassermelone? So, wenn Wassermelone jetzt nichts mehr zum gesamten Jobcenter von Allah zu sagen hat, kommt erstmal anonym und warte mal, du kannst gleich MS, du kannst gleich gerne reden, aber anonym war vor dir dran. Sorry, ich hab dich gebrochen. Sorry, ich habe gesprochen, aber ich weiß nicht, ist... Nein, du hast... Ja, Mikro war aus. Warum ist Jobcenter von Allah gesandt? Seine Internetverbindung. Okay. Sie haben das bekommen von Andalus. Von Andalus. Sie haben das bekommen. Sie haben das gelernt von Andalus. Ernsthaft? Wenn jemand Andalus arbeitet, das war ein Dimmi-System. Da Menschen. Haben die und Juden und Christen im Dimmitum gelebt. Sie haben im Dimmitum gelebt, ganz ehrlich. Wo? Welche, ja, in Al-Andalus, da gab es Dimmi. Ihr habt integriert. Die feiern die Reconquista, die feiern die Rückeroberung von Spanien. Guck. Nur Spanien, sie haben von Andalus, von die Andalus genommen. Von die Muslimen in Andalus genommen. Absoluter Schwachsinn. An-Andalusien war ein Horror für Juden und Christen. Die haben da als Dimmi gelebt, nach dem Pakt von Umar. Was redest du? Doch, sie haben das von Andalus genommen. Das ist die Problem. Ihr habt das nicht nur das gegen Islam und ich sag dir eine Sache, was hier in Deutschland jetzt passiert, ja? Das für mich seit 8 Jahren bis heute. Die Christen, die Problem nicht mit Islam. Die Problem, ihr habt eure Religion verlassen. Ihr habt eure Buch gelassen. Ich frage jede Deutsche, die Junge, Welche Religion bist du? Er sagt, ich bin Ungläubiger. Ich bin nur wegen 50 Jahre Steuer, ihr lasst eure Religion. Wir lassen unsere Religion nicht, obwohl wir zahlen mehr Geld, aber wir lassen unsere Religion nicht. Nächster Punkt. Das ist nicht unsere Schuld. Was ist, nein, du stellst ständig, und das erlebe ich immer wieder, lass mich mal ausreden bitte, das erlebe ich immer wieder in Streams, ihr werft hier die wildesten Theorien rein. Und jetzt das nächste mit dem Jobcenter habe ich nicht verstanden, warum zahlt ihr denn hier mehr? Hast du eben ja gerade auch gesagt. Dann erklär das mal. Ich hab gesagt, ich bleibe Muslim, auch wenn ich zahle Steuer. Steueramt oder ich weiß nicht, Finanzamt. Ja, das. Ungläubige, lass mich reden, Ungläubige, nur damit nicht 50 Euro zahlen für die Kirche. Ihr habt eure Religion gelassen. Was redest du da? Das ist das Problem nicht von Islam. Was redest du da? Die Kirchensteuer kannst du übrigens absetzen, ne? Die musst du nicht zahlen.
Nur wegen damit nicht 50 Euro an die Kirche zahlen. Sie haben gesagt, wir sind Ungläubige. Der hat ein Problem, was ein Schwachsinn. Die dritte Sexuelle ist erlaubt im Christentum. Sorry, ich konnte mir den verbalen Dünnschiss nicht mehr anhören. Nee, anonym also bitte als nächstes. Ehrlich, hol dir erstmal Internet, ja, dass du Bescheid im Internet hast und dann kannst du wieder hochkommen. Ey. So, anonym als nächstes und danach MS. Ja, hallo, also, ich hätte eine Frage. Erstmal, wir mussten uns fragen, was ist Scharia? Die gesetzliche Zusammenfassung aus Koran und Sunna. Okay, weißt du, wie lautet diese Scharia oder diese Gesetze? Klar, wir haben zum Beispiel bei Apostasie die Todesstrafe unter anderem. Genau ist es. Wir haben ein bisschen, wir können nur 3-4 Punkte, aber wir haben null Ahnung von dem Thema von Scharia. Hä, natürlich. Es gibt ganz klar in islamischen Ländern Scharia, die angewandt wird. Im Iran hast du zum Beispiel... Es gibt kein einziger Land, die es nach Scharia führt. Schau mal, wir haben Scharia in verschiedenen Ländern. Wir hatten unter anderem der IS, die Taliban, die wenden die Scharia an. Natürlich, die wenden die Scharia an. Also, aber du redest jetzt von keinen Ländern. Du sagst Taliban und IS. Afghanistan, also warte mal, anonym. Wir haben eine Studie vom PEW Research, wo ganz klar erfasst worden ist, wie viele stehen zur Scharia. Und die Scharia als Gesetzsystem wurde so befragt und wir haben in vielen Ländern, unter anderem Afghanistan unten, eine 99-prozentige Zustimmung zur Scharia unter anderem. Wer das mal nachschauen will, in den islamischen Ländern ist die Zustimmung zur Scharia sehr, sehr hoch. Und das heißt, es muss ein Rechtssystem insofern geben. Auch die Kairoer Menschenrechtserklärung bezieht sich ganz klar auf die Scharia. Das heißt, den Begriff haben wir in verschiedenen wichtigen Dokumenten drin. Das heißt, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es die gibt. Also als allererstes den Vergleich mit der IS oder Taliban. Das hat erstens nichts mit dem Islam zu tun. Sagt man eben. Das hat nichts mit dem... Ja, aber ihr redet richtigen... Entschuldigung. Du bist gleich dran. Wir haben erstmal MS und danach Diplomat und dann bist du dran. Okay, halte ich bitte an die Reihenfolge. Darf ich jetzt reden? Ja, du bist dran. Ihr meint ja, dass die Muslimen da jetzt einfach aus diesem Land raus sollen. Meint ihr das etwa so? Aus welchem Land raus sollen? Wovon redest du gerade? Aus Deutschland. Ganz kurze Frage, wie alt bist du? Nein, das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, dass die Anhänger des politischen Islams, die hier erstens entweder keinen gültigen Aufenthaltsstatus haben, die hier Gefährder sind, die unsere Demokratie aktiv gefährden, die unser Grundgesetz ablehnen, die nichts mit unseren Werten zu tun haben, wollen diejenigen, die spezielle Gruppe. Aber nicht generell, dass wir sagen, alle Muslime sollen abgeschoben werden. Das haben wir nie gesagt. Okay, ich habe nur gefragt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 18. Ja, hört sich nicht so an, aber okay. Ja, hä? So, okay. Also was ist... Also so wie ich auch verstehe, sagt ihr auch, dass der Islam eine gewalttätige Religion ist. Der politische Islam im Islam hat sehr viele gewalttätige Züge. Wir haben zum Beispiel 27 Tötungsbefehle. Wir haben die Lebensgeschichte von Mohammed, wo er töten ließ, wo er Frauen als Sexsklavinnen verteilt hat, wo er diese auch als Beute gegolten haben und der IS und unter anderem die Taliban. Die beziehen sich auf solche Verse, die beziehen sich auf solche Tafsire von Rechtsgelehrten und die können das damit leider auch rechtfertigen. Und da haben wir doch schon ein Problem, dass diese Rechtfertigung überhaupt dadurch besteht. Bitte Quellenangabe. Okay, warte. Okay, zeig mir, wo das steht. Ja. Zeig mir, wo das steht. Dass ja. Er, Astaghfirullah, dass er diese Sklaven hat. Zeig mir, wo das steht. Und nicht aus irgendwelchen Islam. Ja, warte mal kurz. Und dass der gesamte Allah Sklaven hat. Bitte schau nicht aus irgendwelchen so islamfeindlichen Sourcen. Sag mir wirklich eine Source, die zum Beispiel... Ja klar, Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Abi Dawud, das sind Sunan an-Nasai, das sind für dich islamfeindliche Quellen. Wo steht da, dass er Sklaven hatte? Wo steht da, dass er... Gerne. Kann ich dir gerne gerade vorlesen, kann ich dir gerne zeigen, das kannst du dann gerne nachprüfen. Wie gesagt, was Sklaverei angeht... Totaler Quatsch, weil du das nicht mehr interpretieren kannst.
Ich kann dir das gerne vorlesen und du kannst dann gerne nachprüfen. Also in Sunan an-Nasai 4625, Kapitel 66. Verkauf von Tieren gegen Tiere unterschiedlicher Menge oder Qualität von Hand zu Hand. Zitat: Es wurde überliefert von Jabir Sayyir. Ein Sklave kam und gab dem Gesandten Allah sein Versprechen auszuwandern und der Prophet erkannte nicht, dass er ein Sklave war. Dann kam der Herr und suchte nach ihm. Der Prophet sagte: Verkauf ihn mir. Also kaufte er ihn für zwei schwarze Sklaven und nahm ihn erst dann, nachdem er gefragt hatte, ist er ein Sklave. Das heißt, wenn er mit diesen Sklaven gehandelt hat, muss er zwei schwarze Sklaven besessen haben, um ihn gegen einen weißen Sklaven zu tauschen. Das ist schon mal der eine Punkt. So. Und was den Sklavenhandel angeht, generell, wir wissen, dass was die rechte Hand besitzt, das ist Sklavenhandel im politischen Islam. So. Und da steht zum Beispiel in Sure 4, Vers 24, und verwehrt sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt, Sklaven. Dies ist Allahs Vorschrift für euch und erlaubt es euch außer diesen, dass ihr mit euren Frauen begehrt und zu Ehe, nicht zu Hurerei. Und gebt denen, die ihr genossen habt, ihre Brautgabe. Das ist die Vorschrift, wenn ihr über die Sünde hinaus miteinander eine Übereinkunft trefft. So, die eure rechte Hand besitzt, kommt mehrfach im Koran vor und auch in Tafsiren steht ganz klar, dass Frauen als Beute genommen werden können in eroberten Gebieten. Da gibt es ganz klar Tafsire zu. Du kennst ja sicher Ibn Kathir. Ibn Kathir selber schreibt zu verheirateten Sklavinnen. Hier, Zitat, Allah, das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Allah sagte, verboten sind euch auch verheiratete Frauen, außer denen, die eure rechte Hand besitzt. Diese Ayah bedeutet, es ist euch verboten, Frauen zu heiraten, die bereits verheiratet sind, außer denen, die eure rechte Hand sind. Außer die ihr im Krieg erworben habt, denn solche Frauen sind euch erlaubt, nachdem ihr sichergestellt habt, dass sie nicht schwanger sind. Jetzt kommt die Geschichte aus dem Hadith. Imam Ahmad berichtet, dass Abu Sa'id Al-Kutri sagte, wir nahmen einige Frauen aus der Gegend von Aftas gefangen, die bereits verheiratet waren und es gefiel uns nicht, mit ihnen sexuelle Beziehungen zu haben, weil sie bereits Ehemänner hatten. So fragten wir den Propheten über diese Angelegenheit und diese Ayah wurde offenbart. Verboten sind euch auch Frauen, die bereits verheiratet sind, außer denen, die eure rechte Hand besitzt. Folglich hatten wir sexuelle Beziehungen mit diesen Frauen. Dies ist der Wortlaut, der von At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Jarir und Muslim in seinem Sahih genannt wurde. Rizman, komm mal bitte. So, jetzt nochmal zur Zakatsteuer zurück. Weshalb wurde die Zakatsteuer gemacht? Nein, nicht gemacht? Nemes, ist nicht zur Zakat zurück. Wir haben gerade über den Sklavenhandel gesprochen. Das ist ein Widerspruch. Wofür gibt's denn die Zakat? Für die Befreiung der Sklaven. Und jetzt erzählst du mir, dass der Prophet... Darf ich auch mal was sagen? Leute? Jetzt erzählst du mir, dass der Prophet Sklaven aufgekauft hat? Ja klar, selbstverständlich. Was war Bilal denn? Was war Bilal? Bilal war ein Sklave, er blieb Sklave und er starb als Sklave. Totaler Schwachsinn. Bilal war da, er hat den Gebetsruf gemacht. Er war der erste Dunkelhäutige, der. Ja, aber er wurde niemals befreit. Er war Mohammeds Sklave bis zu seinem Tod. Und nach seinem Tod von Mohammed wurde Bilal noch nicht mal freigelassen. Beweis mir das Gegenteil. Das ist ein kompletter Widerspruch. Oh mein Gott. Das widerspricht die gesamte Religion. Verzeihung niemals. Das widerspricht die gesamte Religion im Islam. Nemesis, ganz kurz, beweis mir das Gegenteil. Beweis mir das Gegenteil. Schau, dann liest den Koran. Ich beweise dir, ganz kurz. Du hast noch nicht den Koran gelesen. Ein 12-Jährigen aus dem Bett raus, einer der Näher. Scheiß Hurensöhne, fickt euch doch. Jetzt sieht man das. Mit diesem Nemesis, mit seinem komischen Schwert und diesem 12-Jährigen, den ich ja auch nicht höre. Dankeschön, jetzt haben wir gesehen, mit wem wir es zu tun haben. Direkt beleidigen, ja, direkt Eltern. Gar kein Problem. Warum lässt ihr die überhaupt sprechen? Warum nimmt ihr solche Leute? Wie sollen wir wissen, was diese Leute sagen? Leute, ihr holt da so Leute, die wirklich nicht mit euch diskutieren können. Ja, tut mir leid. Dann heißt es später, ja, ihr lässt nur bestimmte Leute hoch. Nein, die können reden hier. Wir haben alle gesehen, direkt beleidigen. So haben die es anscheinend zu Hause gelernt. So, fertig. Aber das ist nicht so. Ihr habt falsche Meinung über die Muslimen oder die jungen Leute, die ihn schon zu Hause gelernt haben. Weil die Geschichte, was der Kollege gerade erzählt hat, das hat gar nichts mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam zu tun. Weil derjenige, der Bilal gekauft hat, war Abu Bakr und nicht der Prophet. Ja, aber Abu Bakr hat ihm den Propheten geschenkt. Er hat ihm den Propheten geschenkt und Mohammed hatte Verfügungsgewalt über Bilal. Ganz kurz. Es ist, Abu Bakr hat Bilal gekauft, weil er viel zu viel geleitet von den Mushrikin hat
Und gleichzeitig, wenn Abu Bakr Bilal gekauft hat, er hat der Prophet gefragt und nicht ihn als Geschenk gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn befreit. Er war nicht seine Sklaven. Wo steht das? Wo steht, dass Bilal befreit worden ist? Also ich stimme dir zu, Bilal hat unter seinem Vorbesitzer gelitten, ganz klar. Aber wo steht, dass er ihn befreit hat? Wo steht, dass Mohammed Bilal befreit hat? Gerne mit Quelle. Ganz gut, super Frage. So, da kommt jetzt ein Beweis. Wo ein Sklave bedeutet, dass er vor seinen Diener ein Sklave. Er muss alle, was ihn sagen, zu tun. Oder? So, wo steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu Bilal irgendwas gesagt zu machen und Bilal hat es nicht getan? Sehr viele Quellen. Es gibt sehr, sehr viele Quellen, wo Mohammed Bilal befohlen hat, für ihn zu bezahlen. Mohammed, sogar die Sahaba, hatten Befehlsgewalt über Bilal. Also die haben dem auch Sachen befohlen. Also es gibt verschiedene Quellen in der Hadith-Literatur, wo das ganz klar drin steht, dass Bilal herumkommandiert worden ist von den Sahaba und Mohammed. Das stimmt nicht. Vielleicht die Namen schon gewechselt oder von dir oder von Lesen oder so, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur Anas. Und Anas war ein Jung und der war der Bediener von der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals einen Sklave mal gehabt. Ja, das stimmt nicht. Allein schon die koptische Christin Maria, die er als Sexsklavin hatte, das ist schon mal die eine Sache. Vor allem, ich habe dir eben den Hadith vorgelesen, wo ganz klar rausging, dass er zwei schwarze Sklaven gegenüber einem weißen getauscht hat. So, das heißt, er muss, um diese schwarzen Sklaven überhaupt getauscht zu haben, muss er diese besessen haben. Aber das war nicht der Prophet, das war Abu Bakr. Nein, das war doch die zwei schwarzen Sklaven. Das ist eine Aussage von Mohammed, die er getauscht hat. Jetzt ist nur eine Aussage, aber der war nicht der Käufer. Doch, ich kann ihm mehrere Beweise geben, wo Mohammed Sklaven genommen hat. Er hatte zum anderen, was die Kriegsbeute anging, immer den Vortritt. Er durfte sich die Frauen immer zuerst ansuchen. Das ist einer seiner Sonderprivilegien gewesen. Unter anderem dadurch auch, dass er Saphir sich zuerst genommen hat bei der Eroberung von dem Stamm von Kinana. Da hat er Saphir sich zuerst als Sklavin genommen. Seht ihr eigentlich... Wie sehr, ich will das nur kurz sagen, wie sehr eure Religion auf Sex beschränkt ist, ja? Also ich kenne das nicht aus dem Christentum. International, hör auf. Ich mal kurz international. 70 Jungfrauen, Palmen, Penis, Sex, Sklaven und diese ganzen Sachen. Also wie international, lass mal bitte. Ausgelegt. Ich komme nicht mal mit einer klar, wie soll ich vier halten, Bruder? Geht doch nicht. Also, Kollege, wenn du zu dir... Wenn du zu dieser Thema springst, dann die alle Propheten hatten viele Frauen. Zum Beispiel Suleiman hatte über 100 Frauen als Frauen. Okay. War ihm aber nicht erlaubt. Von diesem Thema, wir brauchen nicht darüber springen oder darüber reden, bitte. Schau mal selber, man darf, und das ist im Koran auch belegt, man darf vier Frauen haben, plus eine unbegrenzte Anzahl an Sklavinnen. Man darf bis zu vier Frauen haben und eine unbegrenzte Anzahl an Sklavinnen. Mohammed war der Einzige, der Sonderprivilegien hatte und mehr Frauen haben durfte. Ja, und wo ist das Problem? Ja, natürlich, dass man hier erstmal Polygamie ist in Deutschland verboten. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, Das ist dein Thema. Hallo, bitte, das ist dein Problem. Versuch mich nicht einzumischen in dein Problem. Der Mensch hat ja gewisse Triebe. Zum Beispiel, dass der Mensch essen muss, dass er auf Toilette muss. Genauso wie der Sexualtrieb. Also darauf beschränkt sich das ja im Wesentlichen. Und das steht ja mal wieder drin. Und das ist dann euer Paradies, ja? Mit 72 Jungfrauen und was ihr euch da versprechen. Das macht euch dann glücklich, ja? Also, das ist für mich, ist das aufs Niederste. Ohne Witz, auch, bis jetzt. Anonym, bitte, darf ich ganz kurz was sagen, weil ich höre noch. Bitte. Ich höre die ganze Zeit nur so Unnötiges. Bitte. Warum ist Hope jetzt raus? Warum auch immer. Ist auch egal. Servus erstmal, grüßt euch erstmal alle. Assalamu alaikum an den Leute hier. International bis jetzt fand ich deine 5 bis 10 Minuten Zuhörigkeit sehr gut. Also jetzt fingst du an, so ein bisschen lächerlich zu werden. Moritz, danke erstmal fürs Hochholen. Es geht ja nur darum, der Koran wurde ja herabgesandt wegen Ereignissen oder Sure wurden herabgesandt wegen Ereignissen, die damals passiert sind. Es bedeutet nicht, dass diese Suren heute aktuell sind. Es war für die Zeit eine Regelung, eine sogenannte Gesetzesentwurf. Bedeutet, heute
Wir können jetzt beispielsweise, wir können ja darüber reden, warum ist der Koran da? Warum ist, wer ist denn gerade so laut? Warte mal, Diplomat, lass mich erstmal darauf eingehen. Du sagst, er ist zeitlich beschränkt. Wir wissen aber, dass damals, und da steht selber drin, ihr seid die beste Gesellschaft, die das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet. So, Mohammed selber und die drei Generationen danach, das sind die besten Generationen aus deren Sicht, die drei Generationen, wonach man sich zu richten hat. Und die Gesellschaft ist die beste Gesellschaft, die jemals auf Erden herabgesandt worden ist zu der Zeit. Und dann wissen wir auch, der Koran ist das ewig gültige Wort von Allah aus Sicht der Muslimen, was nicht abgeändert werden darf, was nicht zu kritisieren ist, was perfekt ist. Also kann man doch sagen, dass die Muslime, die sagen, hier, wir wollen die Gesellschaft wie früher in der heutigen Zeit immer noch haben, weil sie die beste Gesellschaft ist, dass diejenigen dann mit der Argumentation aus islamischer Sicht doch gar nicht im Unrecht sind. Bruder, nein, du hast mich verstanden, ich verstehe dich ja auch, aber ich verstehe auch deine Sorgen und deine Kritik, nur konstruktive Kritik, man muss sich schon damit befassen, du hast dich sehr gut befasst, du, dank euch manchmal, ich sag euch ehrlich, dank euch lese ich öfter Koran, was ich eine Zeit lang fast gar nicht mehr gemacht habe, ich lese öfter Koran und mein Glaube wird stärker, Alhamdulillah, danke erstmal dafür, aber du musst aber auch verstehen, dass es früher Zeiten gab oder Situationen gab, wo es keine Möglichkeit, keine Grenzen gab, danach hat Allah unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam Suren offenbart, die damals in Kraft treten sollten, weil es nicht mehr ging. Es wurde übertrieben. Es war einfach zu viel für die Menschen. Ja? Und ich sage dir, heute würden wir jetzt die Zeit von vor 100 Jahren schon kritisieren. Was ist mit der Bestrafung für die, sag mal, für die Straftäter vor 100 Jahren? Es war eine Guillotine, eine Streckbank. Das verwerfen wir doch heute auch. Wir müssen halt überlegen, was ist der Islam für einen persönlich? Für mich persönlich ist der Islam Frieden und Erweiterung meiner Persönlichkeit im Positiven. Es ist viel Interpretation und Rezeption Sache. Man muss überlegen, wie liest du diesen Koran? Wie gehst du voran? Mit welcher Attention gehst du diesen Koran am Lesen? Man muss überlegen, dass der Koran eine Erweiterung wirklich in positiven Dinge ist, wenn man es wirklich ernst nimmt und in sein Herzen lässt, in jeglicher Art und Weise. Ich finde aber auch dieses lächerliche Ziehen, dass überhaupt über Sex gesprochen wird. Es geht im Islam nicht über Sex, es geht darum, dass das Islam einen rein menschlich nur noch vorwärts bringen kann, wenn man es ins Herzen lässt. Nicht gut wird vor Hass oder sein Herz verschließt vor Hass, sondern... Diplomat, warte mal kurz. Dann würdest du also sagen, dass das, was Mohammed früher gemacht hat, unter anderem, dass er eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 9 Jahren den Geschlechtsakt vollzogen hat. Das für die heutige Zeit, warte mal, lass mich bitte ausreden, ich habe dich auch ausreden lassen, für die heutige Zeit einmal nicht mehr gültig ist und das nicht als Vorbild gewertet wird. Also ist Mohammed in diesem Punkt Vorbild, ja oder nein? In der damaligen Zeit, wo es normal war, ja, es war normal. Es war normal. Wir reden über Fakten. Es war normal. Heute ist... Ich habe eine Antwort. Ganz kurz, Bruder. Es geht aber darum, war irgendjemand von euch 170 Leuten dabei, um zu beweisen, dass dieses Mädchen 6, 9 oder 18 war? Keiner von uns war. Es gibt authentische Überlieferungen, Diplomat. Es gibt authentische Überlieferungen. Authentische Überlieferungen, ja. Aber in der Zeit sind viele authentische Überlieferungen passiert. Nur das Ding ist nur, was ist die Wahrheit? Wir erkennen, dass es damals gewisse Themen gab, wo man heute das kritisch urteilen kann. Es geht um Sklavenhandel, Handelei. Ja, wir reden über Gesetze, die damals die Frau nicht hatte, aber im Islam auf einmal gab. Verstehst du? So, es gab zum Beispiel Richtlinien, die man früher gar nicht hatte. Jetzt hat man dafür Richtlinien aufgrund des Korans. Ich sage viele Gesetzesentwürfe. Also ich sage von heute an, es gibt Gesetzesentwürfe, die seit der Zeit des Islams immer noch in Kraft sind. Aber im guten Ding, verstehst du, was ich meine? Die passen einfach nicht heute aber auch rein. Ich bin dafür. Schau dir mal an, die Sklaverei. Die Sklaverei selber wurde in islamischen Ländern erst im Bereich von 1950 bis 2000 abgeschafft. Wir hatten teilweise nur noch 2007, wo es erst in Mauretanien strafbar gewesen ist, Sklaven zu verkaufen. Das heißt, die Sklaverei wurde nur aufgrund vom westlichen Druck aus der westlichen Welt da unten abgeschafft. Das ist einmal der erste Punkt. Zweitens, wir haben hier leider in Deutschland Kinderehen, die aufgrund von dieser Grundlage geschlossen werden. Wo ist denn dann der Aufschrei in der muslimischen Gesellschaft, dass man sagt, hier, da werden Gesetze in der deutschen Gesellschaft angewandt, die hier überhaupt nichts mehr zu suchen haben, auf Grundlage der Taten vom Propheten Mohammed. Das heißt, wo ist der Aufschrei in der muslimischen Gesellschaft, dass sowas für die heutige Zeit nicht mehr gemacht werden darf? Du meinst, wir sollen uns jetzt dagegen stellen und sagen, ey Leute, das geht nicht? Das ist deine Erwartung.
Ganz klar, das ist ein Diskurs, der eigentlich aus der muslimischen Gesellschaft kommen muss, um euren Islam zu modernisieren. Das ist eigentlich eure Aufgabe, nicht unsere. Aber erwartest du so eine Art liberalen Islam, erwartest du gerade? Ich erwarte einen kritischen Umgang mit euren eigenen Quellen, dass ihr überhaupt erstmal im heutigen Jahrhundert ankommt, dass ihr erstmal im Jahr 2023 ankommt, dass ihr erstmal, wie gesagt, diese Kinder ihn für nichtig erklärt, Sklavenhandel, Besitz für nichtig erklärt. Solche Sachen, das hat in der Gesellschaft hier nichts zu tun. Und wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das gerne in islamischen Ländern machen, aber verschont uns mit dieser totalitären Ideologie. Moritz, du bekommst doch mit, ich bin Muslim. Aber habe ich eine 12-Jährige geheiratet? Meine Frau ist ein halbes Jahr älter. Chill mal. Also wir haben sehr viele. Schau mal, ich habe nicht von dir explizit gesprochen. Wenn du eine Erlaubnis hast. Moritz, du hast mich mit reingezogen. Du hast gesagt, ihr Moslems. Verstehst, was ich meine? Es gibt solche und solche in jeglicher Art und Weise. Es ist aber legitimiert. Und dadurch, dass es legitimiert ist, kann man das aus Scharia-Sicht, aus islamischer Sicht leider machen. Und das ist doch etwas, da müsstet ihr doch eigentlich sagen, ihr als muslimische Gemeinschaft, damit haben wir nichts mehr zu tun. Das passt nicht in unsere Gesellschaft rein. Weder das, dass wir Kinder heiraten, noch dass wir Sklaven besitzen, noch das andere. Das müsste doch in eurem eigenen Interesse sein. Warum passiert das nicht? Ja, schau mal. Eine kurze Frage noch. Das passt aber auch zu diesem Thema. Es passt wirklich zu diesem Thema. Meinst du Kopftuch in gewissen Ländern, ist das kulturell bedingt oder es hat was mit dem Glauben zu tun? Islamisch, ganz klar islamisch. Kopftuch ist eine islamische Verpflichtung. Iran ist es islamisch. Siehst du schon daran zum Beispiel, dass es in den 70er Jahren nicht so war? Also kannst du mir nicht sagen, dass es kulturell ist, wenn es in den 70er Jahren Mutter Teresa, nicht so war. Mutter Teresa, eine meiner Landsleute, meine Landsfrau, das war eine Albanerin, sie hat Kopftuch getragen. So, und sie war christlich. Darum, überleg vorher, was du sagst. Wichtig ist, dass es in gewissen Kulturen immer noch so welche Gang- und Gäbe-Situationen gibt, die noch nicht mal... Aber was war denn jetzt falsch mit meiner Aussage zum Beispiel zum Iran? Ja, da war das in den 70er Jahren nicht Gang und Gäbe, dass die Leute das Kopftuch getragen haben. Ganz im Gegenteil. Und dann plötzlich kam die islamische Revolution, ja, und dann war Kopftuchpflicht. Und da kannst du mir doch nicht sagen, dass es kulturell ist. Das Ding ist jetzt nur in Bezug auf Iran. Das Thema Iran ist sehr kompliziert. Ist es im Iran kulturell oder religiös? Also jeder weiß, was da in Iran passiert ist. Also ich glaube anscheinend, dass du dich mit Iran sehr gut befasst, was in den 70ern waren. Das war ein sehr großer Einfluss der westlichen Kultur. Da wurde auf einmal alles locker gelassen. Frauen durften in kurzen Rücken rumlaufen, alles in Ordnung, menschliche Freiheit. Danach gab es einen Umschwung. Die Menschen selber dort wollten nicht diesen westlichen Kultur haben. Die haben sich dafür entschieden. Die haben gesagt, wir wollen nicht die westliche Kultur, weil wir das nicht sind. Die sind damals auf der Straße gegangen mit zu Millionen, die damals unter der Regierung der königlichen Familie gestritten haben. Verstehst du, was ich meine? Die haben sich dafür entschieden. Nee, es ging nicht um 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Es ging um Millionen von Menschen, die sich dafür entschieden haben, eine sogenannte Scharia aufzurufen. Aber es wurde damals akzeptiert und wir können jetzt doch nicht dafür urteilen. Und viele haben ein falsches Bild über den Iran. Wir westlichen Menschen, wir denken, der Iran ist eine Katastrophe. Wie viele Menschen reisen nach Iran und sagen, das ist ein tolles Land mit tollen, offenen Menschen, die eine wirklich herzlich aufnehmen. Auf. Iran lehnt sich doch gerade gegen die eigene Regierung auf. Die haben es satt, die verbrennen ihre Kopftücher. Die Leute dort wollen keinen Kopftuch tragen. Hast du das nicht mitbekommen in den Medien? Ja, wie die Leute Medien, auf die Straße aber welche sind, Medien? Gesetz, da gibt es diese Religionshüter und so weiter in Iran. Welche Medien? Schau mal, es gibt sehr, sehr viele Videos. Haben die Bilder in einem anderen Land aufgenommen? Sind die gar nicht aus Iran oder was? Also das kannst du doch nicht leugnen. Aber ganz ehrlich, beäugelst du nicht unsere Medien, unsere hier westliche Medien, ein bisschen kritisch? Natürlich, aber darum geht's doch gar nicht. Darum fange ich doch an. Also, warte mal kurz, Freeze, weil das Ding ist, wir haben nachweislich, und das kam jetzt nicht im Öffentlich-Rechtlichen oder so, ich kritisiere die GZ-Medien übrigens auch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, und das ist nachweislich so. Wir hatten unten im Iran, und da haben sehr, sehr viele Menschen zum Beispiel Kopftuchflipping gemacht, nicht Kopftuchflipping, sondern die haben bei muslimischen Gelehrten die Kopfbedeckung nach oben geflippt, dass die dem vom Kopf gefallen ist. Die Frauen haben ihre Kopftücher in Jubeltiraden verbrannt öffentlich, weil die froh waren, diese Last abzulegen. Und du kannst aber auch nicht sagen, dass das Kopftuch selber wurde damals von Mohammed angeordnet. Das war eine Pflicht. Das war, weil die Frau sich verhüllen sollte, damit sie als muslimische Frau erkannt wird und nicht belästigt wird. Und die Frauen da unten haben es satt, da unten unter dem Joch des politischen Islams zu leben und dieses Kopftuch tragen zu müssen. Sie können sich
sich nicht entscheiden. Es ist eine islamische Verpflichtung. Also im Iran ist es religiös, das musst du einfach eingestehen, das ist so. In Iran hat es keine kulturellen Gründe, sondern religiöse Gründe. In anderen Ländern können wir gerne drüber streiten. Ich rede jetzt nur explizit über den Iran. Ist vollkommen in Ordnung. Das ist einfach ein religiöser Grund. Aber warum akzeptieren wir die kulturellen Bedeckungen, warum nicht die religiöse Bedeckung? Warum akzeptieren wir das eine, aber das andere nicht? Weil es keinen politischen Anspruch hat. Weil es keinen politischen Anspruch hat. Ganz einfach, das Kopftuch ist ein politisches Symbol. Ganz klar, das Kopftuch im Islam ist ein politisches Symbol. Moritz, das war... Ich kann jetzt erklären, weil in denen, wo es eine Gesellschaft, wo es kulturelle Gründe hat, ja, da passieren mit dir nicht bestimmte Sachen, ja, wenn du kein Kopftuch trägst. Ja, was sind die Strafen in Iran, wenn du kein Kopftuch trägst? Ja, für bekannte Personen sind das bis zu 15 Jahre Haft. Ja, auspeitschen, ja, das sind alles Strafen. Das ist wo es kulturelle... Ich verstehe aber nicht die Aussage. Ist die Pflicht, dass du diese Auswirkungen hast, wenn du keinen Kopftuch trägst. Du tolerierst kulturelle Bedeckung, aber keine religiöse Bedeckung. Das ist heuchlerisch. Du musst überlegen, das stimmt ja nicht. Ich toleriere auch die religiöse Bedeckung. Ich habe dir gerade den Unterschied erklärt. Hör mir aber worüber reden wir dann? Vielleicht möchte die Frau sich bedecken. In den kulturellen, wo es kulturell bedingt ist, ja, dass die Leute Kopftuch tragen. Da passiert bei dir nicht TikTok sportlich irgendwas, wenn du kein Kopftuch trägst. In Iran, ja, wo es religiös bedingt ist, da passieren mit dir TikTok sportliche Dinge, wenn du kein Kopftuch trägst. Und das ist der Unterschied. Das Ding ist, Ich möchte jetzt gerade mal allen die Möglichkeit geben, sich zum Thema Kopftuch zu äußern. Das heißt, ich werde jetzt jedem eine Minute Redezeit einräumen, wo jeder sagen kann, ist die Verhüllung der Frau Pflicht oder Freiheit? Jeder kann eine Minute seine Meinung dazu äußern und danach können wir weiter darüber diskutieren. Das ist vollkommen richtig. Dass wir, ganz kurz, Bruder, bitte, solange dass wir über Religion reden, dann wir brauchen, hallo? Das Trieben. Immer so, du hast eine Minute Rederecht. Anonym, du hast noch 40 Sekunden, du kannst reden. Ach so. Na, ich wollte über Aisha reden, weil ihr über Aisha geredet habt, obwohl ihr, wie ich sehe, ihr redet von der Headlines. Du sagst, dass sie 6 Jahre jung war. In der Zeit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ihre erste Fiancé, sondern der zweite. Vor der Prophet, sie hatte eine Fiancé, keine Ehemann, sondern Fiancé. Und das ist, das über solche Sachen redet ihr nicht. Einfach, sie war 6 und er hat mit sie beim 9, obwohl ihr auch nicht beim 9 bestimmen. Und es gibt da keine bestimmte Hadith, sagt, dass sie mit 9 der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihr geschlafen hat. So, endlich, dankeschön. Aber ich will auch gleich wieder raus. Ich reg mich wahrscheinlich zu sehr auf. Ich bin ein alter Mann, nicht, dass ich einen Herzkasper kriege. So, wir müssen alles neutral betrachten und rational betrachten. Wir leben hier seit Jahrzehnten in Deutschland mit sehr vielen Glaubensbrüdern, mit den Islam-Glaubensbrüdern zusammen. Seit wann gab es, dass sich hier irgendein Muslime, der hier quasi eine Scharia ausrufen wollte, es gab laut der Medien sehr viele Extremisten. Welcher von denen hat sich jemals überhaupt einmal in Nähe des Bundestages gewagt und hat gesagt, wir wollen die Scharia ausrufen? Es funktioniert nicht. Also die Aussage ist schon erstens falsch. Die politischen Islam, allein dieses Wort kenne ich gar nicht, ist sehr, sehr neu. Und es gab wie viele Themen und wie viele Worte sind auch wieder neu gewesen. Es gibt sehr viele Sachen, wo man sagt, Leute, das ist einfach von den Medien rausgezogene Wörter, die einfach keinen Kontext haben. Leute, aber Kopftuch ist eine andere Sache, aber leider eine Minute reicht mir dafür nicht. Dankeschön. Ja, nochmal ganz kurz zum Kopftuch in Iran, ja. Wenn wir jetzt wirklich explizit darüber reden, dann ist es einfach so, dass in Iran ist es nicht nur Pflicht, sondern es ist auch Zwang. Ja, ich schließe einfach mal kurz einen Artikel vor. Geldbußen, Haftstrafen und sogar Peitschenhiebe. Das iranische Parlament hat eine umstrittene Reform des Kleidungsgesetzes auf den Weg gebracht. Es sieht harte Strafen bei Verstößen etwa gegen die Kopftuchpflicht vor. Frauen im Iran müssen künftig mit harten Strafen rechnen, wenn sie gegen die strenge Kleiderordnung verstoßen. Abgeordnete des Parlaments stimmen laut der staatlichen Agentur INRA dafür, das umstrittene Gesetz probeweise für einen Zeitraum von 3 Jahren einzuführen. Und so weiter, ja. Also es ist da ganz klar Zwang und ja, die Frauen lehnen sich dagegen teilweise auf. Aber was mit ihnen passiert, ja, wenn sie kein Kopftuch tragen, sind einfach, ja, TikTok-sportliche Sachen, die eben dafür sprechen, dass es damit ein Zwang ist, der auch mit Gewalt durchgesetzt wird. Und in Ländern, wo das kulturell ist, sehe ich das nicht. Nenn mir ein.
Ja, Meinsen. Ich hoffe, man kann mich hören. Also, ich weiß jetzt nicht, was genau ich jetzt zu diesem Kopftuchthema sagen soll, aber ich kann eines, also ich hätte mal gerne eine Frage an alle und dann können wir die auch im Anschluss diskutieren. Wieso diskutieren wir überhaupt über das Ganze? Also die ganze Frage an sich, die ganze Debatte ist schon sinnlos. Ich meine, wir haben hier in Deutschland die absolute Mehrheit sind Nicht-Muslime. Warum überhaupt die Frage, gehört der politische Islam zu Deutschland oder wird die Scharia hier eingeführt? Kein Muslim will hier die Scharia einführen. Also die ganze Frage ergibt gar keinen Sinn. Die ganze Debatte ist sinnlos, meiner Meinung nach. Keiner will hier die Scharia einfügen. Und selbst wenn, das sind irgendwelche komischen Vögel und von daher können wir uns die ganze Debatte sparen. Also, ihr meint ja, dass das Kopftuch auch so im Islam gezogen wird, weil ihr habt das gesagt, also ihr könnt nicht sagen, ihr habt das nicht gesagt, ihr habt das gesagt. Und wenn ihr Beweis wollt, lest den Koran und dann können wir weiter darüber reden. Und jetzt habe ich so eine Frage an euch. Was ist der Unterschied zwischen einem Extremisten, der seine Frau zwingt, das Kopftuch anzuziehen, oder? Und einen, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder so, oder da in Frankreich, der eine Frau zwingt, das Kopftuch abzuziehen. Was ist der Unterschied? Sag mir, was ist der Unterschied? Will ich gern hören nachher. Und falls ihr habt noch nie den Koran gelesen, wenn ihr noch nie den Koran gelesen habt, dann müsst ihr gar nichts sagen. Dann müsst ihr erstmal gar nicht mit so Begriffen kommen. Einfach leise sein, weil einfach Lügen erzählen ist einfach Schrott. Punkt. So, Hope, ich nutze mal deine Zeit. Das Ding ist, wir haben mehrere Befehle im Koran, unter anderem das Verhüllungsgebot als Schutz vor sexueller Belästigung. O Prophet, sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern. Und zu den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sie ziehen, so ist es am ehesten gewährleistet, dass sie dann erkannt werden und nicht belästigt werden. So, wir haben einmal das Kopftuch als Schutz vor sexueller Belästigung. Und wir wissen, dass Mohammed in der damaligen Zeit ein Kopftuchgebot verordnet hat. Er hat es verordnet, dass die Muslimas Frauen Kopftücher tragen. So. Und das Problem ist halt, dass wenn eine Frau ihrem Mann nicht gehorsam ist, das ist wieder das Nächste, dann kann sie geschlagen, also sie soll erst ermahnt werden, dann soll sie im Ehebett gemiedet werden und dann kann sie geschlagen werden, wenn alles davon nicht fruchtet. Also wir haben eine desolate Frauenrechtslage im politischen Islam leider drin und das Kopftuch ist leider die Verkörperung davon. Ich würde gerade ganz gern direkt auf die Frage von dem S antworten. Ja, was der Unterschied ist zwischen dem, ja, die Leute werden dazu gezwungen, Kopftuch zu tragen und Leute werden dazu gezwungen, Kopftuch nicht zu tragen. Nenn mir ein Land, wo es gesetzlich, ja, in Deutschland wird gesetzlich nicht verfolgt, wenn man Kopftuch trägt. Diese Aussage, das stimmt einfach nicht. Iran wird aber gesetzlich verfolgt, wenn man kein Kopftuch trägt. Schau mal, die Abaya wird verboten in Frankreich. Was? Also schau mal, jetzt will ich nicht. Nein, wieder falsch. Du darfst auf der Straße in Frankreich Kopftuch tragen, du darfst aber in Iran auf der Straße nicht ohne Kopftuch rumtragen, ja? Vergleich das nicht. Was ich eben rausgehört habe, Entschuldigung. Das ist aber ja das einfach ist völlig faktisch falsch. Eine Frage. Hast recht. Ich habe dich da ganz normal gefragt, was ist der Unterschied? Kannst du mir den Unterschied sagen? Nee. Ich habe dir gerade den Unterschied erklärt. In Deutschland und auch in Frankreich darfst du auf den Straßen Kopftuch tragen. Das ist gesetzlich nicht verfolgt. In Iran darfst du aber auf den Straßen, wenn du kein Kopftuch trägst, ist es gesetzlich. Frage, das ist genau mit dem Unterschied nochmal sagen wollte. Ja, dass wenn ihr jetzt sagt, ne, also die Frau muss Burka tragen, Kopftuch tragen, um sich vor Übergriffen zu schützen. Also wer, das ist ja Victim Blaming. Das ist eine Schuldumkehr. Schuld ist ja der Mann, wenn der sich nicht beherrschen kann. Kann ich jetzt was fragen? Ja, aber kann ich jetzt was fragen? Ich habe eine kurze Frage. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ein Mädchen. Okay. Boah. Dann machen wir mal weiter. Viele, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, ist sicher Yusuf al-Qaradawi ein Rechtsbegriff. Das ist einer der größten Gelehrten damals hier in Europa gewesen. Und er hat gesagt, ich zitiere,
Weibliche Vergewaltigungsopfer müssen bestraft werden, wenn sie bei einem sexuellen Überfall unangemessen angezogen sind. Mit ihrer Kleidung oder ihrem Verhalten sind diese Frauen schuldig, einen sexuellen Angriff zu provozieren. Das ist die Aussage des Rechtsgelehrten Yusuf Al-Qaradawi, der Vorsitzender des Europäischen Rats für Fatwa gewesen ist. So. Und auf diesen Rat haben sehr, sehr viele gehört. Und das ist auch leider eine Begründung, warum unbekleidet, nicht ausreichend bekleidete Frauen aus Sicht des politischen Islams belästigt werden dürfen und sogar bestraft werden dürfen. Und das wird in nicht wenigen islamischen Ländern angewendet. Leute, ich wollte mich verabschieden. Es hat Spaß gemacht mit euch. Nein, Spaß. Ich wünsche euch ganz Ja, danke, mit dir kann ich ja reden, alles gut. Ich küsse euch. Pass auf euch. Ja, dir noch einen schönen Sonntag. Ich habe eine Frage, also angenommen. Ach ja, ich wollte euch nur mal alle dran erinnern, heute Sonntag, wer von euch war in der Kirche? Ich will euch alle motivieren, in die Kirche zu gehen. Ich will euch alle motivieren. Ja, ich bin Atheist, ich gehe nicht in die Kirche. Schade. Egal, nächstes Mal vielleicht. Versuch es. Finde den Weg zu Gott, Bruder. Trotzdem. Ich habe eine Frage. Also angenommen, der Islam ist eine Teufelsreligion, alles böse, zurückgebliebene Moslems, alle dumm. Wir Europäer, wir sind die fortgeschrittenen Menschen auf dem Planeten. Ganz, also so, das, was ihr halt denkt, offen gesagt. Nein, das denken alles. Wir nicht. Das denkt keiner. Ich nehme das mal an, dass ihr das denkt. Was ist denn jetzt das Problem? Also dann sind die Muslime halt blöde Satane, blöde Menschen, zurückgebliebene Höhlenmenschen und ihr seid die First World Menschen, ihr seid halt die Fortgeschrittenen, die Schlauen, die Intelligenten. Was ist denn jetzt das Problem? Also warum musst du jetzt halt das Problem ist? Das Problem ist, dass Humanismus Fortschritt bedeutet. Das heißt, dass wir empathisch aufeinander eingehen und da hinkt der Islam nicht nur zurück, da hat er gar keine Beine mehr. Das ist das Problem. Ich sehe in diesem Film keine Empathie. Ich sehe hier eher so auf den Draufhacken, also auf eher so, ihr seid die Höhlenmenschen und wir sind die Fortgeschrittenen. Das sehe ich. Und das hat überhaupt gar nichts mit Empathie zu tun. Nein, das denkt aber keiner. Das ist so ein frontales Attackieren. Nein. Aber zu dem von der Frage, du hast gesagt, ganz kurz vorhin zu der Frage, du hast gesagt, es gibt keine Moslems, ja, die in Deutschland die Scharia wollen. Diese Aussage ist faktisch falsch. Ich kann dir hunderte Videos sagen, ja, hunderte Umfragen in Berlin zeigen, wo die Leute sagen, ja, wir wollen die Scharia. Guck ja. mal, wenn, wir haben also dann sagst du nicht, dass keiner in Deutschland Menschen, die Scharia will. Das es ist leben falsch. 84 Millionen Menschen in Deutschland. Davon sind 5-6%, vielleicht sogar mehr mittlerweile, Muslime. Natürlich werden vereinzelt Menschen sagen, ja, ich will die Scharia in Deutschland. Bla. Ja gut, dann sagt man nicht, das dass es keine gibt, die in Deutschland die Scharia wollen. Dann sagt sie ja keiner, dass die Aussage falsch ist. Lass mich mal ausreden. Will der Islam überhaupt, will der Islam in einem Land, wo die absolute Mehrheit nicht Muslime sind, die Scharia einfügen? Also steht das irgendwo in den islamischen Quellen? Natürlich nicht. Das macht doch von vorne und hinten keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil sie der Prophet nicht Mohammed hat das getan, wenn sie nicht die Mehrheit besitzen. Lass mich mal ausreden. Als der Prophet Mohammed in Mekka war, hat er die Scharia eingeführt? Hat er irgendein islamisches Gesetz eingeführt? Natürlich nicht, er war in der Minderheit. Plus, selbst die Muslime, die neu im Islam waren, die hatten gar keinen gefestigten Glauben. Er hat erstmal 13 Jahre, als er in Mekka war, den Glauben den Menschen näher gebracht. Er hat 13 Jahre das Gebet, das Fasten, die Nähe zu Gott, warum Gott, der Gottesglaube wichtig ist, solche Dinge. Also das Individuelle hat er ihm beigebracht. Und als der Glaube gefestigt war, erst dann wurde erst das islamische Recht so richtig eingeführt, nachdem halt, wie gesagt, wie denn, Thomas, wie denn? Das wurde mit Gewalt nach der Eroberung von Medina eingeführt, wo er 800 Juden hat köpfen lassen und deren Frauen und Kinder in die Sklaverei verteilt hat. Doch, da gibt es verlässliche Hadithe zu. Warum sprichst du erstmal so aggressiv? Kannst du nicht ein bisschen so einen ruhigeren Ton? Nein, schau mal, weil das einfach nicht stimmt, was du gesagt hast. Also, okay, warte mal. Und beweis mir, dass Medina mit Gewalt eingenommen wird. Beweis mir das. Kann ich dir gerne das zeigen? Das ist ein historischer Fakt. Nein, das kann ich dir gerne zeigen. Das kannst du auch in deinen Quellen selber nachprüfen. Warte mal, das kann ich dir gerne sagen. So, ich habe das hier auch gerade offen, wo ganz klar gesagt wird, dass er Medina Gewalt. Aber ich schon, dass die Medina. Warte mal, ich lese dir aus Sahih Bukhari vor. Warte mal kurz, Thomas. Sahih Bukhari 4028. Dann tötete er ihre Männer und verteilte ihre Frauen, Kinder und ihren Besitz unter den Muslimen. Aber einige von ihnen kamen zum Propheten. Sahih Bukhari 4028. Wo steht jetzt Eroberung von Medina?
Schau mal, warte mal, ich lese dir den kompletten Satz vor, weil das hat mit den Sternen zu tun. Warte mal, ich lese dir das gerade gerne vor, dann kannst du das gerne auch so nachvollziehen. Ich mach, in allen Geschichtsbüchern, auch in den Geschichtsbüchern der Nichtmuslime steht, dass die Medinenser schon vorher Muslime waren, bevor der Prophet überhaupt ausgewandert ist. Das ist ein historischer Fakt, das sagt jeder Nichtmuslim, das heißt jeder, das steht in allen ein Sira-Werken, also Sira ist die Biografie des Propheten Mohammed, das können alle nachlesen. So, warte mal, ich kann dir das gerne mal vorlesen. Warum kommst du mit historisch? Ich werde dir das jetzt vorlesen, den kompletten Aufruf, und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Was die Juden angeht in Medina, die Muslime waren in der Mehrheit, die hatten einen Vertrag mit den Juden, die hatten einen Freundschaftsvertrag, sondern der Prophet hat auch gleichzeitig die erste Verfassung der Welt eingeführt. Das gab es vorher nirgendwo auf der Welt. Und die Juden damals, also die paar Stämme, hatten, nachdem sich die Quraysh entschlossen hat, die Muslime in Medina zu bekämpfen, haben die Juden diesen Vertrag gebrochen. Und deswegen wurden die halt angegriffen, nachdem die den Vertrag gebrochen haben. Ganz einfach. Also ich weiß, wovon ich rede und du anscheinend nicht. Doch, ich kann dir das jetzt auch gerne vorlesen. Das ist die Geschichte, die es in Sahih Bukhari überliefert. Warte, ich muss das gerade noch auf Deutsch übersetzen. Dann kann ich dir das gerne vorlesen, das kannst du dann auch nachprüfen selber. So, hier. Das ist übersetzt von Ibn Umar. Sekunde, das kann ich dir gerade mal vorlesen. Überliefert von Ibn Umar. So. Ich lese dir mal den kompletten Hadith vor. Das ist aus, wie gesagt, Sahih Bukhari 4028. Ich zitiere. So, warte mal, auf Deutsch. So. Die Bani Anadir und die Banu Qurayza kämpften gegen den Propheten und verletzten dabei ihren Friedensvertrag, wohin daraufhin der Prophet die Banu Anadir verbannte und die Banu Qurayza erlaubte, an Orten in Mekka zu bleiben und nichts von ihnen zu nehmen, bis sie wieder gegen den Propheten kämpften. Dann tötete er ihre Männer, verteilte ihre Frauen und Kinder unter den Muslimen im Besitz. Aber einige kamen zum Propheten und er gewährte ihnen Sicherheit und sie nahmen den Islam an. Er verbannte alle Juden aus Medina. Es waren die Juden der Banu Kainuka, des Stammes von Abdullah bin Salam, und die Juden der Bani Harithah und alle anderen Juden von Medina. Steht danke, ganz klar, dass du mich drin bestätigt hast. Danke. Du hast gerade selber gesagt, dass die Juden den Friedensvertrag gebrochen haben. Die Muslime hatten die Mehrheit, die Herrschaft in Medina. Die Juden waren in der Minderheit, ja, aber warum hatten den Friedensvertrag zugestimmt. Und dann haben sie den Friedensvertrag gebrochen. In jedem Land der Welt. Wenn du in Deutschland die Bundesrepublik bekämpfst, dann wirst du genauso sanktioniert. Du landest genauso im Knast. Denkst du, wenn du keinen Verrat an die Bundesrepublik begehst, landest du nicht im Knast? Und genau das haben die Juden damals gemacht. Die waren unter der islamischen Herrschaft, haben die Muslime bekämpft und haben dann Sanktionen bekommen. Das ist überall so. Schau mal, Thomas, wie rechtfertigt. Moritz, man kann dich gerade nicht mehr hören. Ja, warte mal kurz. Sorry, ich hatte das Mikro aus. Also, wie rechtfertigt das jetzt? Wie rechtfertigt das, dass Frauen und Kinder als Beute verteilt worden sind? Wie rechtfertigt das, dass die wurden ja in die Sklaverei danach überführt? Und das Ding ist, keine Ahnung von Sklaverei. Für dich, doch, natürlich, ich weiß, wie sie behandelt worden sind. Was du denkst, wenn du Sklaverei liest, dann denkst du, irgendwelche Menschen angekettet, keine Rechte, so irgendwelche armen Schweine, aber das ist im Islam nicht so. Erstens, dieser Begriff Sklaverei, das ist ein westlicher Begriff. Den gibt es so im Islam gar nicht. Das kann ich dir auch beweisen. Das wird so im Islam gar nicht. Kein Sklave, Sklaven haben Rechte. Sklaven haben sogenannte Sklaven. Warte mal, Thomas, was mit den Jesiden gemacht worden? Thomas, also was mit den Jesiden gemacht worden ist vom IS, das ist 1:1 so, was Mohammed früher mit den eroberten Gebieten gemacht hat. Wir wissen das unter anderem, was mit Safia passiert ist. Wir wissen, was mit dem Stamm der Banu Qurayza passiert ist, als sie erobert worden sind. Wir kennen die Geschichten. Ganz ehrlich, wir wissen, wie mit Sklaven umgegangen worden ist. Wir wissen, wie das mit den... Allein, dass du den IS als Beispiel nimmst, zeigt deine Ignoranz, deine Voreingenommenheit, deinen Bias. Das zeigt schon alles. Das sagt schon alles. Nö, natürlich absolut nicht. Die können sich darauf doch begründen. Die können, 99,9% der Muslime sagen, IS ist total unislamisch. Und das sagt jeder, das bestätigt jeder. Das sagen alle. Schau mal, wie kannst du es begründen? Warte mal, Thomas. Nenn mir einen Vers bzw. einen Hadith, wodurch Sklavenhandel bzw. das Sklavennehmen nicht erlaubt wurde.
Nenn mir das bitte mal. Sklavenhandel wurde Schritt für Schritt im Islam abgeschafft. Das sehen wir heute ganz gut. Thomas, das ist eine Lüge. Du weißt ganz genau, dass die ganzen Kalifate unter anderem auch über das Raschidun-Kalifat, Umayyad-Kalifat, Abbasidisches Kalifat, Osmanisches Reich, die Sklaverei war der hauptökonomische Bestandteil der Systems. Kann ich dir gerne bringen, und das ist die islamische Geschichtsschreibung. Beweis. Natürlich, kann ich dir gerne bringen. Also. Ja, erstmal kann ich dir gerne bringen. Schön googeln. Nein, schau mal, ich habe mir dazu Notizen gemacht. Ich habe mir das aufgeschrieben. Schau mal. Wir wissen, wie gesagt, dass in dem, wir wissen, dass im Umayyad-Kalifat, wir hatten tausende Inder, die da versklavt worden sind. Umayyad-Kalifat waren tausende Inder, die versklavt worden sind. Wir hatten eine Aufteilung der Klassen in arabische Muslime, nicht-arabische Muslime, Nicht-Muslime, das waren die Dhimmis, und dann waren die Sklaven. So. Das war im Umayyad-Kalifat, und das Raschidun-Kalifat von 632 bis 661 hatte sogar den ersten offiziellen internationalen Sklavenhandelsvertrag. Der trat kurz nach Mohammeds Tod in Kraft. Und das lief unter dem zweiten Kalifen Umar. Und Umar war ja selber ein enger Freund und Berater von Mohammed. Und wenn du mir sagen willst, dass die Sklaverei in Kalifaten keine Rolle gespielt hat, sorry, also das kannst du mir nicht erzählen, ganz ehrlich. Ich habe nie gesagt, es hat keine Rolle gespielt. Ich habe gesagt, der Islam hat Schritt für Schritt die Sklaverei, die Türen zur Sklaverei abgeschafft. Denn diese Menschen, Thomas, es stimmt nicht. Wir hatten bis ins Jahr 2000 hatten wir die Abschaffung der Sklaverei von 1950 bis 2000 in islamischen Ländern. Was 1950 wurden in USA noch Sklaven gehandelt. Also erzähl mir nichts, als wäre der Westen so. Also selbst wenn das stimmt, dasselbe hattest du auch im Westen, komplett dasselbe. Also du tust so, als wärst du so die Krone der Zivilisation. Dabei habt ihr noch im 20. Jahrhundert mit Sklaven gehandelt, mitten im Westen. Also erzähl mir schau mal, habe ich die Sklaverei in Amerika für gut befunden? Nein, das habe ich niemals getan. Aber faktisch ist, dass wir eine Ewigkeitsklausel da drin haben, und das ist das entscheidende Problem. Schau mal, wir haben selber in Jemen, Saudi-Arabien und Katar, wurde die Sklaverei bis 1950 praktiziert. Okay, Jemen, okay. Saudi-Arabien und Katar, in Sudan. Nenn mir einen Vers im Koran. Wir reden ja jetzt über die Quellen. Scheiß mal auf Jemen, Saudi, wie die auch immer heißen. Ja, ich wollte dir nur sagen, wie weit das noch ging. Nenn mir den Vers im Koran, wo steht, nimm so viele Sklaven, betreibe Sklavenhandel. Nenn mir bitte so einen Vers. Und ich kann dir versichern, solche Verse wirst du in der Bibel finden. Und ich kann dir gerne geben. Also ich weiß nicht, ob du Christ bist, aber ich kann dir die gerne geben. Ich kann dir die gerne geben. Ich habe mir zur Sklaverei einiges wirklich an Notizen gemacht. Ja, das zeigt doch schon alles, worum du dich überhaupt beschäftigst. Bitte nicht zur Bibel. Flüchte nicht zur Bibel, okay? Mir geht es um den Koran und den Islam. Wenn du Aufklärung über die Bibel willst, dann geh gerne in andere Streams, lieber Thomas. Ach, so. Du willst nicht, dass ich deine Religion kritisiere. Also, aber Moritz ist doch Atheist. Wie kannst du dann deine Religion sagen? Ja, ich rede ja nicht nur über Moritz, ich rede über Hebel. Ja, doch, du sagst deine Religion. Warte mal, Thomas, du wolltest haben, was Sklavinnen angeht. Also, Sure 33, Vers 50. Prophet, wir haben dir zur Ehe erlaubt, deine bisherigen Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, was du an Sklavinnen besitzt, einen Besitz, der dir von Allah als Beute zugewiesen worden ist. Da steht, rechte Hand, doch, was du von der rechten Hand besitzt. Das steht wortwörtlich so. Doch. Du hast und was ist, was die rechte Hand? Warte mal, Thomas, du doch, hast es steht drin. Übersetzt. Das ist falsch. Nein, das habe ich nicht übersetzt. Erstmal, das ist die Übersetzung von Rudi Paré. Das ist die Übersetzung von Emma Rasul. Das ist die Übersetzung von Zeidan. Also es gibt sehr, sehr viele, wo drin steht Sklavinnen, und was die rechte Hand besitzt, ist Sklavinnen. Amenihim steht da im Arabischen übrigens. Also ich weiß, du kannst kein Arabisch, aber da steht Amenihim. Schau mal, was die rechte Hand besitzt. Und das steht ganz klar, dass das Sklavinnen sind. Ganz klar. Und guck dir doch mal die Übersetzung an. Also ich schaue mir immer Seiten an, wo du fünf verschiedene Übersetzungen nebendran hast, um das einfach zu vergleichen. So. Und da in vier von fünf Übersetzungen steht Sklavinnen. Ganz klar, Sklavinnen. Sowohl die Übersetzung von Emra Rasul, Asa, Zeidan steht überall Sklavinnen. Ja, du hast trotzdem meine Frage nicht beantwortet. Wo steht im Koran klipp und klar, nimm Sklaven, also
nimm Sklaven, mach, betreibe Sklavenhandel. Ja, habe ich dir vorgelesen. Warte mal, Thomas, hast du nicht vorgelesen? Ich darf nie länger als 4 Sekunden reden. Warte mal, Thomas, hast du nicht zugehört? Ich habe es dir gerade vorgelesen. Prophet, wir haben dir zu Ehe erlaubt, deine bisherigen Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, was du an Sklavinnen besitzt, ein Besitz, der dir von Allah als Beute zugewiesen worden ist. Frauen als Beute nehmen. Das Problem an. Erstens, da steht kein Sklave im Koran. Zweitens, dieses Bild, was du vom Sklaven hast, das ist komplett was anderes, als was im Islam ist. Im Islam haben die sogenannten Sklaven Rechte und Pflichten. Denkst du, die müssen den ganzen Tag sich tot arbeiten? Denkst du, die kriegen nichts zu essen, nichts zu trinken und sind angekettet? Nein, die haben Rechte und Pflichten. Die werden. Guck mal, jetzt sind gibt es ja sogar zu, dass es Sklaven gibt und will uns weißt auch was für eine Kultur, das ist Sklaven gibt. Lass mich doch länger als 10 Sekunden reden. Wenn du Du gibst nämlich gerade zu, dass es Sklaven. Selbst wenn ich mir widerspreche, habe ich das Recht zu reden. Das hat nichts damit zu tun. Hör mal zu. Sei mal kurz ruhig, du. Ich rede mit Moritz, nicht mit dir. Man hört dich nicht mal. Bla bla bla. Okay. Selbst wenn ich Unrecht habe, lass mich doch ausreden. Hör doch auf, zu reden. Ich kann dir hunderte Verse und Hadith nennen, wo die Belohnung der Befreiung von Sklaven unterstrichen wird. Das ist eine Riesenbelohnung im Islam. Und der Sklavenhandel, der hat schon vor dem Islam gegeben. Man kann das nicht von heute auf morgen abschaffen. Deswegen, das Schritt für Schritt abgeschafft. Das Ganze übernommen, Thomas. Die Belohnung der Befreiung von Sklaven ist immens. Und das kann ich sofort belegen. Da gibt es zig Ahadis, zig Verse. Aber das zeigst du den Leuten hier nicht. Du fütterst die Leute hier mit diesem anti-islamischen, rassistischen Weltbild. Und das sieht man doch. Also beschäftige dich bitte objektiv mit dem Islam. Alleine schon, dass der Sklavenhandel ein Bestandteil davon ist, der auch in der heutigen Zeit leider noch gültig ist, weil wir haben im Koran keine Begrenzung, was das angeht, dass gesagt wurde, ja, dann und dann wird die Sklaverei abgeschafft. Beziehungsweise, Thomas, sag mir mal, wann wurde die Sklaverei abgeschafft im Islam? Ich habe kein konkretes Datum. Ich weiß gar nicht, In welchem Kalifat wurde Sklaverei abgeschafft? Ich hab kein konkretes Datum. Ich habe mich damit nicht mit den Daten, wann was genau abgeschafft wurde, beschäftigt. Aber ich werde jetzt die Befreiung von Sklaven jetzt unterstreichen. Doch, er bezwang den mühsamen Weg nicht. Und was lässt dich wissen, was der mühsame Weg ist? Es ist die Befreiung eines Sklaven. Und es gibt zig solcher Verse im Koran, dass man die Sklaven Schritt für Schritt befreien. Und was die Menschen getan haben, juckt mich nicht. Also es mag sein, dass einige Muslime das irgendeinen Scheiß gemacht haben, aber man muss Muslime vom Islam unterscheiden. Das ist auch nochmal wichtig. Wie sind denn Muslime vom Islam? Schau mal, Thomas, wir haben unter anderem Ibn Khaldun ist hier sicher ein Begriff. Das ist einer der Hauptakteure im goldenen Zeitalter gewesen. Und er selber hat im Aufer auf Mukaddimah geschrieben, Davud, hat er geschrieben, ich zitiere, ich werde das jetzt nicht eins zu zitieren können, weil ansonsten werde ich gesperrt. Er hat aber das N-Wort benutzt. Die Nationen der Schwarzen sind in der Regel der Sklaverei gefügig, weil die Schwarzen wenig Menschliches haben und Eigenschaften besitzen, die denen von dummen Tieren ähnlich sind. Das ist eine Aussage von Ibn Khaldun im goldenen Zeitalter. Ist keine Autorität. Natürlich, ganz keine ehrlich. Kann auch das Platin-Zeitalter sein. Keine Rolle, keine Autorität, juckt mich nicht. Kann ich auch gerade nicht verifizieren. Ja, kann ich dir gerne sagen. Ich selber bin Atheist. Ich glaube an keinen Gott. Ich bin ehemaliger Christ. Und der Sinn und Zweck, den ich damit verfolge, ist, über den politischen Islam aufzuklären, dass wir hier in Deutschland unsere Freiheiten, unsere Rechte behalten und dass Deutschland nicht in Gefahr gerät, islamisiert zu werden, was von vielen Seiten hier im Stream wie viel hundert Male schon gesagt worden ist. Deutschland wird ein islamisches Land werden und dagegen will ich mich selbstverständlich rhetorisch und friedlich wehren. Also ich sehe so eine Gefahr überhaupt gar nicht. Also weder im Alltag noch hier im TikTok. Ich sehe so eine Gefahr einer angeblichen Islamisierung. Ich sehe ganz andere Probleme, Thomas, die wir hier in Thomas, Deutschland sehen. Willst du nicht, wir haben Thomas, die unfähigsten Politiker der Geschichte. Wir haben die unfähigste Regierung der Geschichte.
Thomas, willst du nicht die Scharia hier haben? Lehnst du die Scharia ab? Nein, ich will die Scharia nicht in Deutschland. Auch als ich bin Muslim, ich will keine Scharia in Deutschland. Du lehnst die Scharia ab? Lass den doch mal ausreden. Hör mal, lass mich. Lass mal auch, du stellst mir eine Frage. Du darfst die Scharia nicht ablehnen, sonst bist du kein Moslem. Was verstehst du nicht? Du musst die Scharia wollen. Das zeigt deine Ignoranz. Nein, das ist so. Guck mal, was Scharia. Definiere Scharia. Du kannst das nicht mal definieren. Du musst die Scharia wollen, Junge. Du hast keine Wahl. Keiner fragt dich. Wenn du ein Moslem bist, dann musst du die Scharia wollen. Nein, ich liebe es. Liebes, lass mich doch mal ausreden. Ist so. Schau mal. Die Scharia, das sind doch die islamischen Gesetze. Wie willst du denn als Moslem, sein und die Gesetze derer ablehnen? Beten, das ist ein Teil der Scharia und ein anderer Teil ist das Rechtliche, also die Rechtsprechung. Aber das hat in einem nicht-islamischen Staat überhaupt gar nichts zu suchen. Wir müssen hier dass die Gesetze des Landes respektieren und befolgen. Sonst, das sagt auch der Islam. Also, solange ihr in der Minderheit seid. Alle gelernt, solange ihr in der Minderheit seid. Dann doch erst recht, Ich meine, wir kein Muslim ist hier, auch wenn die Muslime in der Mehrheit sind, und das ist immer noch die Bundesrepublik. Und das checkt, das ist das Selbstverständliche. Du hast wahrscheinlich so viele Stürzenberger-Videos geschaut. Und deswegen wollte so ein Möchtegern Stürzenberger. Thomas, ganz kurz. Musst du die Scharia wollen, sobald mehr als 50% der Leute, die in Deutschland leben, Muslime sind? Das hat nichts mit 50% zu tun. Ich kenne keine Quelle, die 50% sagt. Zeig mir eine Quelle, die 50% sagen. Ja, Mehrheit. Thomas, zeig mir die Quelle. Ja, was ist denn nach deiner Definition die Mehrheit? Du bist ein Moslem. Zeig mir die Quelle, wo Mehrheit steht. Also erzähl keine Scheiße, ja, hier an alle. Thomas. Guck mal, Hope, dein Mikro. Das hast du doch gerade gesagt, Thomas. Ein richtiger Moslem möchte die Scharia und sagt, dass was in euren Büchern... Ich will die Scharia. Schau mal. Jeder Muslim will die Scharia. Da, Thomas, da hast du jemanden in Deutschland, der die Scharia will, weil du ja vorhin gesagt hast, es gibt keine Muslime in Deutschland, die Scharia wollen. Natürlich, da hast du jemanden. Hier, rede mal mit Alistam. Guck mal, ich möchte auch die Scharia, aber wo will ich die Scharia? Da unterscheiden, dass kein Muslim will die Scharia in Deutschland. Also Thomas, doch, da hast du doch gerade ein Islam will die Scharia. Das widerspricht doch gerade deiner Aussage. Er hat gerade gesagt, dass er die Scharia nicht will. Ja, und jetzt, einmal sagt er, dass er die Scharia will. Also was stimmt nicht mit dir, Junge? Warte, bitte, lass mich reden. Ich wünsche mir die Scharia in Deutschland, aber wir müssen natürlich auch die deutschen Gesetze hier natürlich auch. Und Al-Islam, du hast keinen Plan, Bro. Thomas, das macht keinen Sinn, dass in Deutschland zeig mir einen Gelehrten, der sagt, ihr müsst in nicht-muslimischen Ländern die Scharia einführen. Sowas gibt es nicht. Hey Bruder, das hat nichts mit Islam zu tun. Ach, wir wünschen uns die Scharia hier in Deutschland. Bro, aber theoretisch ist das und praktisch ist das nicht möglich. Also, das macht keinen Sinn. Wir haben noch nicht mal Scharia in muslimischen Ländern. Guck mal, die meisten muslimischen Länder sind säkulär. Wir wünschen uns die meisten generell die Scharia. Die Türkei beispielsweise ist ein laizistischer, ein säkulärer Staat. Ägypten ist ein säkulärer Staat. Libyen genauso. Das sind alles säkuläre Staaten. Genau. Aber wir wünschen uns doch generell als. Wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. Wir müssen erstmal die muslimischen Länder muslimisch machen, bevor wir hier anfangen. Thomas hat genug geredet. Wir wollen auch mal wieder anders hören. Das ist langweilig, Thomas. Lass die beiden mal miteinander reden. Ich finde das interessant. Islam, Bro. Wir müssen die Gesetze hier respektieren. Das ist so. Wir leben hier, wir müssen die Gesetze hier respektieren. Ganz einfach. Erst wenn du die Scharia willst, geh in dein eigenes Land, mach da die Scharia erstmal, bevor du hier ankommst. Ich bin hier geboren. Ich bin hier geboren. Na, wir wünschen als Muslim, als eine wahre Muslim, wünscht die Scharia, egal wo und egal wann. Na, Bro. Und, richtig. Ach, hier, warte. Bro, und, guck mal. Kein Gelehrter sieht das so wie du. Thomas, natürlich. Das ist doch ein Wunschding. Ibrahim, natürlich alle. Pierre Vogel, die wollen alle die Scharia. Das sind keine Gelehrten, das sind irgendwelche Prediger. Die Frage ist auch, was wünscht man sich und was setzt man um? Ich wünsche Nein, also da haben jetzt wieder die Leute, die Muslime in Deutschland wollen die Scharia. Al-Islam hat es gerade bestätigt. Ich will die Scharia für alle muslimischen Länder. Klipp und klar, sage ich ganz offen. Keine Scharia für Deutschland. Ende. Wenn Deutschland eine muslimische Bevölkerung hätte, und dann natürlich, aber haben sie nicht. Und das okay, ist, Thomas, aber also, Al-Islam, ich möchte dich nur mal ganz kurz was fragen. Also, wenn Deutschland mehrheitlich muslimisch sein sollte, unter anderem durch Geburtenraten und Konvertierungen, wird hier die Scharia dann eingeführt?
Er will es doch jetzt schon einführen. Guck mal, er hat doch gerade gesagt, egal wann und wie, er will immer die Scharia haben. Theoretisch. Glaubst du ernsthaft, Deutschland wird es für immer geben? Selbst das Deutschland ist nicht mal ein christliches Land. Wer hat gesagt, Deutschland ist ein christliches Land? Bitte, informiert dich, Deutschland ist nicht mal ein christliches Land. Also, wer das denkt, ist, keine Ahnung, verloren. Wenn Deutschland ein christliches Land ist, dann... Darüber reden wir doch gerade gar nicht. Mein Gott, das hat gerade keiner gesagt, der hier oben ist. Wie kommst du plötzlich jetzt auf das Wort christliches Land? Das ist in den letzten 10 Minuten gar nicht gefallen. Was redest du da? Darf ich denn reden? Darf ich ja? Ja, aber dann red keinen Quatsch, weil das hat hier keiner gesagt. Doch, nein, Thomas hat gerade gesagt, das ist kein islamisches Land. Ja, das ist auch kein christliches Land. Na, ich wünsche mir die Scharia zu 100% hier in Deutschland. Die Rede war falsch. Was würdest du alles dafür tun, dass jetzt direkt hier die Scharia herrschen kannst? Was würdest du dafür alles tun, Alisa? Wir müssen unsere Eltern respektieren. Wir müssen beten, wir müssen fasten. Dann können wir über die Scharia. Wir fangen bei Schritt 10 an. Das ist das Problem, Alisa. Nicht immer dazwischen, du Fake Thomas. Lass Al-Islam doch mal reden. Im Club Thomas, sehen. Wir müssen weniger reden. Du redest jetzt nach einer halben Stunde ununterbrochen, Thomas. Lass Al-Islam mal reden. Habibi. Ja, komm, Al-Islam, rede. Ja, von mir aus kann jeder hier reden. Also ich habe kein Problem mit. Nein. Guck mal, erstmal natürlich, Deutschland ist kein islamisches Land, gebe ich recht. Nur, man muss als Muslim natürlich die Gesetze vom Islam akzeptieren und annehmen. Und ich wünsche mir natürlich die Scharia in Deutschland. Ja, ob das jetzt umgesetzt wird, nein, aber was soll ich machen? Selbst in islamischen Ländern gibt es keine Scharia, ja, wie er recht hat. Und ja, ich wünsche mir die Scharia in Deutschland als ein Muslim, weil ein Muslim muss die Scharia ja akzeptieren und haben wollen. Na? So, Thomas, du als richtiger, wahrer Muslim musst auch die Scharia akzeptieren. Und Bro, wir reden aneinander vorbei. Was du sagst und was ich sage, das sind komplett zwei verschiedene. Ich sage, ach, naja, okay, du sagst, wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. Und das sind die muslimischen Länder. Wir müssen erstmal anfangen, nicht in Tipico zu gehen, nicht in Clubs zu gehen, nicht in Puff zu gehen und irgendwelche Sünden zu beten, fasten, bessere Muslime werden. Und dann kommt alles von alleine. Erstmal müssen selbst die Muslime werden. Klar, nur aber du kannst natürlich alle in einen Topf werfen nachher. Ich zum Beispiel. Ich gehe, ich rauche nichts, ich trinke nichts, ja. Ja. Und, ja. Darf ich mal was reinwerfen? Aber wir sehen, viele Muslime sind leider immer beten nicht oder fasten nicht oder befolgen die grundsätzlichen Dinge nicht, was erwarten. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Islam spricht ja von den wahren Moslems, von den wahren Moslems. Kann ich dazu mal was sagen? Wir haben viele Muslime, die die Religion nicht mal praktizieren. Und dann leben wir in Deutschland, wo die meisten Menschen nicht mal Muslime sind. Du kannst hier doch keine Scharia einführen. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Oder Scharia können wir so oder so nicht einführen. Aber wir wünschen uns doch natürlich die Scharia. Deswegen ist die Debatte nichtig. Die Debatte ist unnötig. Die Debatte ist Zeitverschwendung. Beschäftigt euch lieber, warum wir so eine schlechte Regierung haben. Beschäftigt euch lieber, warum wir Milliarden in Ukraine investieren und keine Ahnung, was unsere Schulen aussehen wie in einem dritten Weltland. Thomas, warum wir immer noch mit Beamer-Projektoren in Schulen unterrichten. Beschäftigt euch mal mit solchen Themen, warum hier Rentner abkacken. Also wir haben tausende Themen, worüber wir reden können. Und ihr redet über sowas Unnötiges, Unrealistisches, was nichts mit dem Alltag zu tun hat. Also islamische Gesetzgebung ist unnötig. Stell mal vor, jetzt es würde eine Partei geben, die Scharia einführen würde. Würdest du die nicht wählen, Thomas? Bro, die Frage macht keinen Sinn. Eine Partei, die islamische Scharia einführen will, wäre verboten. So eine Frage macht vorne und hinten keinen Sinn. Ich sag doch, würdest du die wählen, ja oder nein? Es wäre gar nicht wählbar, weil es so eine Partei gar nicht gäbe. Die Frage würdest ist, du sie wählen, sie dir aufstellt? So eine Frage, ich kann keine Partei geben, die verboten ist. Nein, ich kann nicht. Ja, die würdest sie wählen. Antworte doch mal, Al-Islam. Ist doch interessant, was er sagt. Kann es runde Dreiecke geben? Natürlich, es gibt's, ja, es würde es nicht geben. Ja, aber ich sag ja, würdest es sowas geben, würdest du das wählen? Gibt's eine schwangere Frau, die sich selbst gebärt? Genauso unnötige Frage. Ach ja, aber trotzdem, wallahi, als Muslim, walhamdulillah, rabbil alamin, ich würde das zu 100% wählen. Bro, bitte beschäftige dich mit deiner Religion. Okay, Al-Islam, würdest du sie auch wählen, wenn im Parteiprogramm steht, dass sie dafür alle töten werden und das mit Gewalt durchsetzen werden?
Nochmal bitte. Bitte, ich habe die. Würdest du diese Partei auch wählen? Ja, wenn in ihrem Parteiprogramm steht, ja, wir wollen die Scharia und wir werden dafür alle töten und dieses Ziel gewaltsam durchsetzen. Würdest du sie dann auch wählen? Nein. Nein, weil das nicht so umgesetzt wird. Okay. Warum sollte man töten? Hey, Digga, was sind das für Fragen? Ja, er hat doch auch eine Theoriefrage gemacht, dann darf ich da auch eine Theoriefrage machen. Kinder, ja, er hat die Theorie angesetzt, dass es diese Partei geben würde, dann darf ich da auch die Theorie machen. Okay, warte mal. Al-Islam, wie wär's Al-Islam? Was ist denn, wenn Deutschland ein islamisches Land wäre? Was würde man den Ungläubigen dann anbieten? Man würde sie nicht töten, wenn du darauf jetzt hinaus willst. Nein, ich rede nicht vom Töten, sondern was würde man ihnen anbieten? Wenn hier Scharia gilt, wie würde dann der Umgang mit den Ungläubigen sein? Eigentlich, guck mal, ich weiß Scharia jetzt nicht zu 100%, ne? Aber ich weiß schon ein paar Kleinigkeiten. Nur, was die Ungläubigen würde man jetzt natürlich respektieren, ne? Nur, man die Religion ausleben, zum Beispiel, man würde die auch jetzt, wenn du jetzt auf irgendwas anderes hinausziehen willst, zum Beispiel Islam zwangen, wir würden die auf jeden Fall niemals zum Islam zwingen, weil das Gespräch gegen unsere Religion spricht gegen den Koran, gegen unseren Gott. Und aber ja, was man mit der Ungläubigen machen würde, man würde ihn natürlich noch am Leben lassen. So. Ja, also ich sag mal, du kennst ja den Pakt von Umar sicher, den Umar bin Khattab selber, den er gemacht hat, um mit den Ungläubigen umzugehen. Und da war ganz klar unter anderem, dass man sagt, hier, wir besetzen jetzt euer Land und ihr müsst den Status des Dhimmis akzeptieren. Ihr habt drei Wahlen und da steht auch im Koran selber drin, entweder man konvertiert oder man akzeptiert den Status als Dhimmi, was aber auch nur für Juden und Christen vorgesehen ist, oder man kämpft bis zum Tod. Das sind die drei Optionen, die laut Koran vorgesehen sind. Yeah. Yeah. Darf ich dir eine Frage stellen? Was passiert, wenn du in Deutschland keine Steuern zahlst? Oder Steuern hinterziehst? Was passiert mit dir? Das ist ja, lass doch mal Al-Islam ausreden. Also an wen hast du die Frage? Ich will nur deine Antwort. Kann auch danach sagen. Muss nicht selbst sein. Aber ich würde gerne die Antwort wissen. Was passiert, wenn du in Deutschland Steuern hinterziehst, beziehungsweise keine Steuern zahlst? Wirst du sanktioniert oder nicht vom Staat? Von der staatlichen Gewalt? Ja, du hast hier halt ein Recht, was hier laut über eine Demokratie ausgeführt wird, was aber kein Gottesgesetz ist, was nicht verändert ist, was nicht verändert werden Gott kann. Oder, Gott oder ist, es spielt keine Rolle. Das steht in der Verfassung, steht im Grundgesetz. Willst du sie sanktionieren? Und zwar aus dem einfachen Grund, weil du abstimmen kannst über Gesetze. Und das also kann man steuern, also kann man, ach so, okay. Also, wirst du niemals sanktioniert werden in Deutschland. Ich rede über den Status quo. Thomas, denk doch nicht vom Thema. Wir haben gerade über den Umgang mit Ungläubigen gesprochen. So. Wieso willst du meine Frage nicht beantworten? Willst du in Deutschland vielleicht auch mal jemand anders zu Wort kommen? Das wäre ganz nett. Naja, Thomas hat eigentlich recht, aber das ist jetzt auch nicht das Thema, weil er hat die Frage, das war jetzt Schau mal, Anti-Bob, du kannst jetzt sofort reden, wir würden das gerne mit Al-Qad noch besprechen. Hier, im Koran, Surah 9, Vers 29 steht doch, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten hat und nicht der wahren Religion angehören. Von denen, die die Schrift erhalten haben, kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut den Tribut aus der Hand entrichten. Aber was hast du da vorhin gesagt? Das ist ja die Jizya. Nein, du hast gerade irgendwas mit Al-Islam, ja. Aber ich verwechsel das mit einem AI, also das, ja. Aber jedenfalls, es steht ja ganz klar drin, dass kämpft gegen jene unter den Schriftbesetzern, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und die nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verbieten und nicht zu dem wahren Glauben bekennen, bis sie die Jizya-Steuer freiwillig und folgsam entrichten. Das ist doch genau das, was halt kommt, wenn man in der Mehrheit ist. Steht das da? Ja, Surah 9, Vers 29, kannst du gerne in deinem Koran nachlesen. Okay, hast du den Kontext gelesen? Also hast du die Verse davor und danach gelesen? Ich kann mir doch den Tafsir dazu anschauen. In dem Tafsir steht dann doch ganz genau drin, was ist. Also wenn ich mir Ibn Kathir oder sowas durchlese und da steht da so explizit drin. Also es ist doch eindeutig. Vor allem der Koran ist doch gar nicht im Zusammenhang geschrieben. Lies mal, was da drin steht. Also in dem Text. Seht ihr mal den Unterschied zwischen diesem angeblichen Thomas und Al-Islam? Al-Islam ist ehrlich. Er sagt auch unbequeme Sachen und er steht zu seiner Religion. Und Thomas ist wie eine Schlange und versucht sich aus unangenehmen Fragen rauszubinden. Das ist lustig, mein Lieber. Also das stimmt erstens nicht. Ich habe nichts hier verleugnet. Ich akzeptiere den Koran. Der Koran ist von Gott. Das kann ich auch beweisen. Das kann jeder Muslim, der sich mit seiner Religion beschäftigt hat,
beweisen. Aber das steht jetzt gerade nicht zur Debatte. Wir reden ja gerade über ein unnötiges Thema. Und zwar, ob der sogenannte politische Islam eine Gefahr für Deutschland ist. Und ich sage klipp und klar, nein. Das ist eine unnötige Debatte. Beschäftigt euch lieber, warum Rentner hungern Rentner im viertreichsten Land der Welt? Warum leben die wie in einem Drittland? Thomas, das ist ablenken. Du hast recht, das sind wichtige Punkte. Da kannst du gerne einen Stream zu aufmachen, aber das ist hier eben nicht das Thema. Punkt. Ja, du kannst gerne einen anderen Stream dazu aufmachen, was weiß ich, aber so wie du es jetzt gerade machst, ist ja, beschäftige dich doch damit, dass es einfach nur ablenken. Du kannst es ablenken, denn ich sage es, du praktizierst Realitätsverweigerung. Und du praktizierst Takwir. Bitte, was tue ich? Du, so, wo betreibe ich denn Realitätsverweigerung, Thomas? Indem du sagst, der sogenannte politische Islam ist eine Gefahr für Deutschland. Guck mal, wir... Ja, ist er doch auch. Hä? Weil ich mit dir, Thomas. Außerdem habe ich das nicht mal gesagt, Thomas, aber gut. Also bist du nicht dieser Meinung? So, kann ich jetzt auch mal was sagen, Leute? Das also bist du nicht der Meinung, dass der politische Islam eine Gefahr für Deutschland ist? Also ja oder sieht er eine Gefahr für unsere Demokratie? Ja, ist es eine Gefahr für die Demokratie, ja oder nein? Für die Demokratie? Ja, auf jeden Fall. Ja, also tust du es. Realitätsverweigerung. Ja. Ja, aber das wusstest du ja gerade eben noch nicht, hatte ich davor noch nicht gesagt. Aber ja, tue ich. Aber gut, ich kann dir auch erklären, warum, weil der politische Islam ist nicht demokratisch, der ist überhaupt nicht mit unserer Demokratie. Warte mal kurz, Riefel. Also lass mal kurz Anti-Woke sprechen und danach möchte ich gerne den Tafsir zu unserem neuen Vers 29 vorlesen. Ja, jetzt lass mal die ganzen Verse weg. Dieses Land besteht zu 50% auf Frauen. Und 50% und die Frauen wählen auch. Glaubt ihr ernsthaft, wir unterwerfen uns Männern? Auf welchem Planeten lebt ihr? Das aber auch off topic. Das ist nicht off topic. Glaubt ihr ernsthaft, diese Frauen, die hier in Deutschland leben, die alle Rechte haben, geben die freiwillig ab? Vergesst es! Wir haben eine woke Gesellschaft, wir haben Homosexuelle, wir haben Queere, wir haben alle Menschen in jeder Couleur. Die könnt ihr alle die können alle auswandern? Das könnt ihr vergessen. Aber sowas von vergessen. Ja, sagt das Al-Islam, der will ja die Scharia-Partei wählen. Das wird nicht passieren. Nein, die Scharia kann zu knicken. Wir sind eine freie Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen Rechte hat und es wird sich nicht ändern. Wenn ihr hier eine Zivilisation aufbauen wollt, nach dem Gesetz der Scharia, in dem Frauen keine Rechte haben, in dem homosexuelle Menschen mit dem Tod bedroht werden, dann gibt es hier einen Bürgerkrieg und den verliert ihr. Frauenrechte waren und sind in der Scharia. Bitte informiere dich. Ach komm, hör auf. Eine Frau ist die Hälfte wert von einem Mann. Die Hälfte wert von einem genetischen Fehler. Danke. Bitte red mit Quellen und sag mir, wo die Scharia Frauenrechte verweigern. Ich darf zum Beispiel nicht erben. Scheiden lassen, meine Kinder nicht behalten. In den Hadithen. Wo? Sag mir, welche Hadith? Na, steht schon drin, dass man die Hälfte erbt als Frau. Das steht schon so drin. Das würde ich gerne aber gleich besprechen, weil wir eben noch bei Sure 9, Vers 29 waren. Haltet euch das bitte im Hinterkopf. Also, das ist ein Kriegsbefehl, ja. Auf jeden Fall. Warte mal, lass mich doch mal vorlesen, okay? Diese ehrenvolle Aja. Also, ich lese ja gerade den Tafsir von Ibn Kathir. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, noch an den jüngsten Tag, noch verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten wurde, und diejenigen, die Religion der Wahrheit unter den Leuten der Schrift nicht anerkennen. Diese ehrenvolle Aja wurde mit dem Befehl offenbart, gegen die Leute der Schrift zu kämpfen. Nachdem die Heiden besiegt worden waren, traten die Menschen großer Zahl der Religion Allahs bei und die arabische Halbinsel wurde unter die Kontrolle der Muslime gesichert. Allah befahl seinen Gesandten im 9. Jahr der Hijra gegen die Menschen der Heiligen Schrift, Juden und Christen zu kämpfen, und er bereitete seine Armee auf den Kampf gegen die Römer vor und rief das Volk zum Dschihad auf, indem er seine Absicht und ein Ziel verkündete. Der Gesandte schickte seine Absicht in verschiedene arabische Gebiete rund um Al-Medina, um Truppen zu sammeln, und er stellte eine Armee von 30.000 Mann zusammen. Einige Menschen aus Al-Medina und einige Heuchler in und um Medina blieben zurück, denn dieses Jahr war ein Jahr der Dürre und der starken Hitze. Der Gesandte Allahs marschierte in Richtung Ascham, um gegen die Römer zu kämpfen, bis er Tabuk erreichte, wo er etwa 20 Tage lang neben den Wasserressourcen sein Lager aufschlug. So, jetzt kommt die Zahlung der Jizya. Ist ein Zeichen von Kufr und Schande. Allah sagte, bis sie die Jizya
Scharia bezahlen, wenn sie nicht dafür einstehen, den Islam anzunehmen, mit bereitwilliger Unterwerfung in Niederlage und Unterwürfigkeit und fühlen sich unterdrückt, beschämt und gedemütigt und herabgesetzt. Deshalb ist es den Muslimen nicht gestattet, die Menschen in Dima zu ehren oder sie über die Muslime zu erheben, bis sie, denn sie sind elend, beschämt und gedemütigt. Muslim berichtet, dass Abu Huraira und der Prophet sagte, initiieren den Salam nicht den Juden und den Christen, denn wenn sie einen von ihnen auf einer Strafe treffen, zwingen sie ihm in die engste Gasse zu gehen. Aus diesem Grund verlangte der Führer der Gläubigen, Umar bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, vor den Christen die Erfüllung seiner wohlbekannten Bedingungen, diese Bedingung, die ihr anhaltende Demütigung, Erniedrigung und Schande sicherstellte. Die Gelehrten des Hadith berichteten von Abdurrahman bin Ghan al-Ashari, dass er sagte, ich habe für Umar bin Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, die Bedingungen des Friedensvertrags aufgezeichnet, denn mit ihm geschlossen hat, Christen von Ascham im Namen Allah des Gnädigen, des Barmherzigen. Dies ist ein Dokument an den Diener Allahs, Umar, der Führer der Gläubigen der Christen, und da ist ganz klar festgehalten in diesem Tafsir, was die Juden und die Christen da überhaupt noch machen dürfen. Und das war ganz klar eine Demütigung. Danke. Bist du fertig? Das ist nichts anderes. Bist du fertig? Okay, nun zurück zu meiner Frage. Was passiert, wenn du in Deutschland Steuerhinterziehung begehst, beziehungsweise keine Steuern? Doch nicht immer, jetzt lass mal Al-Islam reden. Wir haben da Gerede lange genug gehört, echt. Thomas, dein Glaubensbruder, lass ihn doch mal reden. Nicht, wer redet und wer du hast nicht. Genug redet. Ihr redet ja nur, ihr beiden. Du bestimmst nicht, wenn ich rede Thomas, oder nicht. Habib Elbe, grüß deinen Herzbruder. Kannst du die Frage nachstellen, sonst denken die hier die Kampf... Al-Islam gibt mir sogar das Wort. Danke, Brudi. Also meine Frage. Wirst du in Deutschland sanktioniert, wenn du Steuern hinterziehst? Beziehungsweise landest du im Knast? Ganz einfach gefragt. Schon ja, die Frage alleine schon die Jizya mit den Steuern zu bezahlen, ist vollkommen deplatziert. Ganz einfach, weil die Zahlung von Steuern dich in Deutschland nicht zu einem Menschen minderwertiger Klasse macht. Hast du gerade nicht zugehört, was ich dir vorgelesen habe, was die Jizya ist? Leider versteht ihr den Kontext dahinter nicht. Ja, du weißt schon, dass wenn ein Christ oder ein Andersgläubiger, die Jizya zahlt, ein vollwertiger Bürger ist. Das ist. Nein, habe ich dir gesagt, das ist nicht der Fall. Der Tafsir von Ibn Kathir widerspricht dem, was du gerade sagst. Ohne dass du überhaupt die Scharia anerkennen willst. Bruder, kannst du diesen Showdown machen, bitte? Ganz abgesehen davon ist die Jizya viel niedriger als die Zakat, die Muslime jedes Jahr abdrücken müssen, die 2,5% jeglicher Vermögen betragen, und die Jizya ist weit darunter. Also einen Vorteil haben sogar selbst die Andersgläubigen gegenüber den Muslimen. Also nur. Die Jizya, die ist ja nicht nur, dass es nur das Geld bezahlen ist, sondern es hat ja auch viele, viele andere Nachteile. Unter anderem, dass Kirchen und Synagogen, dass die nicht ausgebessert werden dürfen. Sie müssen verfallen gelassen werden. Man darf sich nur. Schau mal, das ist im Pakt von Umar festgelegt, ganz klar. Im Pakt von Umar selber steht, dass man nicht konvertieren darf, dass man einem Muslim gehorchen muss. Wie gesagt, wenn man sich nicht an diese Regeln hält, ich zitiere aus dem Pakt von Umar, dies sind die Bedingungen, die wir uns selbst und den Anhängern unserer Religion als Gegenleistung für Sicherheit und Schutz auferlegen. Wenn wir eines dieser Versprechen brechen, die wir zu ihrem Vorteil gegen uns selbst gerichtet haben, dann ist unsere Dimma, Versprechen des Schutzes, gebrochen, und sie dürfen mit uns tun, was ihnen von Menschen des Trotz und der Rebellion erlaubt ist. Das heißt, wenn du dich nicht an den Pakt von Umar hältst danach, wirst du getötet. Darf ich bitte reden? Was passiert, wie gesagt, du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet, passiert, wenn du in Deutschland Steuern hinterziehst? Was passiert? Wirst du in Ruhe gelassen? Junge, ich habe es dir erklärt. Mach mal bitte Showdown, Mach mal Showdown, ich kann dir nicht reden. Entschuldigung. Okay, das mit zu, also generell, Jetzt ist er raus. Ja. Ja, du kannst da gerne jetzt 40 Sekunden jetzt noch was zu sagen. Ja, wozu? Egal, das ist jemand anders. Ich bin gerade ein bisschen raus. Nee, alles okay, dann warte mal, dann mache ich Al-Islam, dass der dann als nächstes sprechen kann. Weil, wie gesagt, wir reden gerade zum Pakt von Umar und Begleichbehandlung durch Dimmis. Ja.
auf jeden Fall auch vorhin ist einer von euch, ich weiß nicht, jemand mit Sure 29 gekommen und generell, das sind Kampfbefehle, ja, aber zur Verteidigung, okay? Wir greifen niemand zuerst an und wir werden niemand zuerst töten. In diesem Zeitpunkt wurden wir angegriffen und das war ein Kampfbefehle für eine Verteidigung, okay? Und jetzt ja die Gegenfrage von ihm hat jetzt nichts mit Töten zu tun, nur trotzdem. Bitte kommt mit Verse und Hadithe, nur versteht den Kontext dahinter. So, nicht, wir haben nicht angegriffen und töten hier. Und IS hat nichts mit dem Islam zu tun. Bitte, ich bitte euch, das sind Kampfbefehle für eine Verteidigung. Ja? Und ja. Was Verteidigung? In damaliger Zeit wurden wir angegriffen. Ja, das hat sich ja die ganze Zeit im Kreis gedreht. Also Thomas war jetzt hier über eine Stunde online, hat davon 80% Redezeit bekommen und immer und immer und immer wieder dasselbe gefragt. Also das macht ja dann keinen Sinn, mit den Leuten zu debattieren, wenn immer wieder dieselbe Frage kommt. Und was du auch gesehen hast, ist, er hat gesagt, er lehnt die Scharia ab, hat dann aber gleichzeitig die Gesetze des Islams, also die Scharia mit unseren demokratisch geprägten, gewählten, parlamentarisch erlassenen Gesetzen verglichen. Daran siehst du ja schon, dass das alles ein Widerspruch in sich ist, was er gesagt hat. Und war für mich eine Stunde einfach nur Langeweile, mit dem zu reden. Zum Glück ist er weg. Und jetzt ist er auch abgehauen, wo es drauf ankam. Das Problem ist, ja, bitte. Du sagst ja, ja, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun, ja? Richtig? Ja. Okay, aber du kannst ja nicht leugnen, dass er sich darauf beruft, ja, und teilweise sehr danach lebt. Ja. Nein. Er beruft sich nicht auf den Islam. Also, guck mal, da sie benutzen Verse, zum Beispiel töte die Ungläubigen, nur diese Verse ergeben irgendwie keinen Sinn. Ja, also beruft er sich ja darauf. Weil sie ja gerade selber die Frage mir beantwortet. Also, guck mal. Ja, theoretisch aber falsch. Ja, okay, es kann ja sein, dass er das teilweise falsch interpretiert, aber ich fragte ja nur, ob er sich darauf beruft. Dann würden die ja nicht den Islam befolgen, weil wenn die das falsch interpretieren, dann würden die doch gar nicht den Islam befolgen, weil das ja falsch ist. Nee, aber ich habe ja nicht gesagt, dass das befolgt. Ich habe gesagt, er beruft sich darauf. Naja, aber worauf willst du hinaus? Ja, okay. Du sagst jetzt, ja, das sind die falschen Muslime, ja, die verstehen das falsch. Und die sehen sich auch als wahre Muslime. Die werden zu dir sagen, ja, du siehst den Islam falsch in deiner westlichen Ansicht. Weißt du, was ich meine? Genau. Woher soll ich jetzt wissen, wer recht hat? Vielleicht haben die ja recht und du hast Unrecht. Aber es gibt sogar Quellen und die wissen, ich meine, Suche im Koran. Und diese Tötungsbefehle benutzen die, um einfach Leute zu töten und ohne irgendein Wissen zu haben. Und Daesh hat nichts mit dem Islam zu tun, okay? Und ja, töte die Ungläubigen stehen im Koran, aber wenn wir angegriffen werden. Und das war ein Kampfbefehl auch in der damaligen Zeit. Okay, warte mal, Al-Islam, sagst du dann, dass die komplette arabische Expansion bis kurz vor die Tore von Europa alles nur Verteidigung war? Nochmal bitte. War die arabische Expansion von der arabischen Halbinsel bis kurz vor die Tore von Europa, wo die Länder islamisiert worden sind, war das alles nur Verteidigung? Nein. Ja, also, und das ist ja der Punkt gewesen, wo die Länder islamisiert worden sind. Waren das die Prophetenzeiten oder wann war das? Das sind die Zeiten gewesen, die unter anderem von Umar gelaufen sind, die unter Abu Bakr gelaufen sind. Klar, natürlich, die Kalifate unter Abbas, klar. Aber okay, vielleicht bis auf Osmanische Reich hinaus, weil die sind bis nach Spanien gekommen, walhamdulillah. Und das Osmanische, da waren ja nicht die Propheten sein, da war ja nicht die Offenbarung des Korans. Und das war jetzt keine Verteidigung, nein. Ja, also wie gesagt, das Osmanische Reich an sich, die Osmanen, die sehen sich ja als Nachfolger der Araber, laut der türkisch-islamischen Synthese, dass sie sagen, wir haben die Araber abgelöst, weil sie eben nicht den Vertrag mit Allah erhalten haben. Das ist ja die Ansicht der türkisch-islamischen Synthese, warum die sagen, ja, das neue Kalifat, wir waren das letzte Kalifat und insofern haben wir auch Anspruch, wenn es ein neues gibt, dass wir dann die Führer des neuen Kalifates sind.
Ja, aber haben die angegriffen, hol mal bitte Jamal hoch, und haben die angegriffen, oder haben die erobert? Guck mal, kann man ein Land erobern, ohne anzugreifen? So als Frage. Nein, natürlich nicht. Du musst angreifen, aber du kannst auch, und das ist halt der Punkt, den wir hier in Deutschland aktuell haben, den sogenannten Geburten-Dschihad, dass du ein Land erobern kannst durch Mehrheiten. Und das ist halt das, was hier aktuell in Deutschland leider passiert. Na, eigentlich kann man ein Land auch erobern, ohne das Land anzugreifen. Zum Beispiel das Osmanische Reich hat zum Beispiel da im Balkanbereich nicht jedes Land angegriffen, außer die wurden angegriffen. Ja, also die Osmanen da, meines Wissens, haben sich viele dem Islam ergeben, beziehungsweise haben den einfach so angenommen, weil sie sehr viele Überschnitte mit dem Islam hatten, einfach weil da vieles gepasst hat. Und die sehen das auch insofern positiv an, weil dadurch die nicht islamisch geworden sind, die sind alle untergegangen von den Osmanen. Und deswegen haben die Osmanen ihren Aufstieg aus deren Sicht dem Islam zu verdanken. Darüber kann man sich jetzt streiten, aber es war ja gar nicht das Thema, naja. Ich geh runter, sonst Abschiebung. Ja, Al-Islam, kann ich dich nochmal was fragen? Da warst du vorhin noch nicht oben. Ja, klar. Wir hatten vorhin ja das Thema Kopftuch, ja. Und ja, da ging es jetzt darum, ja, ist in Iran, ist diese Kopftuchpflicht, ja, das ist ja nicht nur eine Pflicht, sondern ein Zwang, ja. Da würden ja TikTok-Spottchen sagen, wenn du das nicht trägst. Mhm. Ist das kulturell bedingt oder ist das religiös bedingt? Kulturell. Bitte? Kulturell, das macht aber keinen Sinn, weißt du? Darf ich? Ich will dann... Ja, okay, ja. Ja, ja, kulturell, weil, guck mal, erstmal, es gibt keinen Zwang in unserer Religion. Die Frau muss selber entscheiden, ob sie sich ein Kopftuch anzieht oder nicht. Ob sie sich eine Niqab, Hijab, was auch immer anzieht oder nicht. Wir haben dazu nichts entscheiden. Nicht mal die Politiker. Al-Islam, hat Mahsa Amini. Hat Mahsa Amini sich dazu entschieden, das Kopftuch zu tragen, oder wurde es ihr aufgezwungen? Was sagst du denn? Mahsa Amini selber ist ja diejenige gewesen, aufgrund dessen die ganzen Unruhen überhaupt entstanden sind. Sie hat das Kopftuch nicht richtig getragen und ist in Haft gestorben von der Scharia-Polizei, weil sie das Kopftuch nicht richtig getragen hat. Von daher kann man doch nicht sagen, es gibt keinen Zwang da drin, weil Mohammed selber hat doch eine Kopftuchpflicht zu der damaligen Zeit angeordnet. Das ist über Aisha und über andere überliefert, genau, dass eben das Kopftuch eine Pflicht war und keine freiwillige Sache. Ja, erstmal, ist Iran überhaupt ein islamischer Land? Nein. Und zweitens ist das mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Kopftuch ist eine Pflicht in unserer Religion, auch im Christentum und im Judentum. Nur das Ding ist, dass das Kopftuch, wenn man das zieht, wenn eine Frau kein Kopftuch anzieht, töten die sie dann nicht oder verletzen sie dann nicht. Das steht auch nirgendwo. Und der Prophet hat das befohlen als seine Pflicht. Nicht, wenn die Frau das nicht macht, so ist das ihre Sünde. Al-Islam, du hast ja gerade gesagt, man kann das schon rechtfertigen. Man kann es schon rechtfertigen über den sogenannten Ehrenmord-Tafsir, wenn die, sagen wir mal, du hast jetzt eine Tochter. Und deine Tochter selber fängt jetzt an, sich unislamisch zu verhalten, meinetwegen Minirock und so zu tragen, und sie verleitet eure Familie ab vom Islam, vom Glauben. Okay. Was ist dann deine Pflicht, um nicht selber in den Unglauben zu verfallen? Muss ich erstmal, ja, um deine Frage zu beantworten. Ich würde sie jetzt nicht schlagen. Ich würde sie zum und erstmal Ehrenmord, das muss mir auch gleich erklären. Und gerne. Ich würde, was ich machen würde, war deine Frage, ne? Ja, was du machen würdest, beziehungsweise ich kann dir das gleich gerne vorlesen. Ibn Kathir hat zu Sura 18, Vers 80 einen Tafsir gegeben. Ich lese dir kurz mal den Vers vor. Und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig und wir fürchteten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben unterdrücken. So wollten wir, dass ihr Herr ihn für sie austauscht gegen einen, der besser in der Gerechtigkeit und näher an der Barmherzigkeit ist. Ich würde meine Kinder dazu bringen, näher zum Islam zu kommen und sie sehr, sehr überzeugen. Und wenn sie es halt nicht tun, dann was soll ich machen? Okay, ich kann dir das jetzt gerne mal vorlesen. Das ist, wie gesagt, der Tafsir von Ibn Kathir. Das ist eine Deutung, warum der Junge getötet worden ist. So, das ist eine Überlieferung von Ibn Abbas. Ibn Abbas überlieferte, dass Ubay ibn Ka'b, dass der Prophet sagte, der Junge, den Al-Qidr tötete, war vom Tag seiner Erschaffung an dazu bestimmt, ein Ungläubiger zu sein. Es wurde von Ibn Jarir, von Ibn Abbas überliefert.
Sekunde, ah ja. Es wurde über, von Ibn Jarir, von Ibn Abbas berichtet. Er sagte, seine Eltern waren gläubig und wir fürchteten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben unterdrücken. Ihre Liebe zu ihm könnte sie dazu bringen, ihm im Unglauben zu folgen. Khatada sagte, seine Eltern freuten sich, als er geboren wurde und sie trauerten um ihn, als er getötet wurde. Wäre er aber am Leben geblieben, wäre er die Ursache für ihren Untergang gewesen. So soll sich der Mensch mit der Entscheidung Allahs begnügen, denn die Entscheidung Allahs für den Gläubigen ist, wenn sie ihm nicht gefällt, besser für ihn, als wenn sie ihm etwas verordnet würden, was ihm gefällt. Allah verordnet den Gläubigen nichts, es sei denn, es ist gut für ihn. Und Allah sagte, und es kann sein, dass du etwas nicht magst, was gut für dich ist. Sure 2, Vers 116. So wollten wir, dass ihr Herr ihn für ihn aus, sie austauscht gegen einen, der besser in der Gerechtigkeit und näher in der Barmherzigkeit. Ein Kind, das besser war als dieses. Ein Kind, das, für das sie mehr Mitleid empfinden würden. Dies war die Ansicht von Ibn Jurayh. Also wenn dir gesagt wird von Ibn Kathir, dass du deine Tochter dann töten musst, weil sie dich zum Unglauben verführen kann, haben wir nicht da schon ein Problem, was unbedingt gestrichen werden stimmt muss. Nicht. Stimmt nicht. Man darf, das, guck mal, dieser Hadith, was du gerade änderst, ich weiß nicht, du hast keine Quelle gesagt, du hast nur Ibn Abbas gesagt. Ist daif. Das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Der ist dann daif, weil er gegen den Koran spricht und Allah. Allah wird, hat nie befohlen, den Kind zu töten. Also würde, warte mal, also würde Ibn Kathir einen daif Hadith benutzen. Ibn Kathir, einen der berühmtesten und anerkanntesten Koran-Deuter. Wo steht das denn? Das ist, wie gesagt, der Tafsir von Ibn Kathir zu Sura 18, Vers 80. Wo hast du das gesehen? Ich bin hier auf Word of Allah, Tafsir, und da kannst du die Tafsire von Ibn Kathir und so kannst du alle nachlesen. Also es gibt verschiedene Seiten, da kannst du die Tafsire nachlesen. Wie gesagt, Sura 18, Vers 80. Ach so. Ah, okay, warte. Wie gesagt, wenn das Problem nicht da wäre, dann, wie gesagt, dann würden wir das auch nicht kritisieren. Aber aufgrund von dieser Grundlage kannst du es leider argumentativ rechtfertigen, Familienmitglieder auf diesem Ehrenmord-Tafsir zu töten. Also erstmal würde man die Kinder töten, nur weil sie, sag ich mal, ein bisschen weg vom Islam gehen will. Ich würde meine Kinder natürlich nicht töten. Ich würde die natürlich dazu bringen, weit zum Islam zu kommen. Und das mit der Aussage, dass man sie dann töten darf, steht nicht im Koran und wird nicht überliefert von Allah subhanahu wa ta'ala. Doch, das habe ich dir doch vorgelesen. Wo? Dass da drin steht, und was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig und wir fürchten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben zu unterdrücken. So wollten wir, dass ihr Herr ihn für einen austauscht gegen einen, der besser in der Gerechtigkeit ist. Also tötet das Kind und macht ein neues, das ist dann besser. Okay, aber wo steht im Koran, dass er befiehlt, ein Kind zu töten? Ich habe dir doch gerade den Tafsir dazu vorgelesen von Ibn Kathir, der das Ganze deutet. Sura 18, Vers 80, den Tafsir. Das stimmt nicht. Schau mal, es steht doch hier ganz klar, den Jungen töten. Es steht ganz klar da drin, den Jungen töten. Hier, der Junge, den Al-Qidr tötete, war vom Tag seiner Erschaffung an dazu bestimmt, ein Ungläubiger zu sein. Der Junge, nicht der Mann, der Junge. Guck mal. Würde man diesen Kind töten, würde man den Koran widersprechen und den Herrn. Und nochmal, das stimmt nicht, weil würde man das Kind töten, das hat nichts mit Frieden zu tun und unserer Religion. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Also Moritz, bitte sag mal nochmal, welcher Vers das war. Und nenn mir, zeig mal bitte den Tafsir, den du dazu aufgeschlagen hast. Danke. Also nochmal, Sura 18, Vers 80, das ist der Tafsir von Ibn Kathir. Okay, wir lesen das zusammen, warte mal. Abdullah, wo ist es denn? Wie geht's dir, Al-Islam, Bruder? Abdullah, wie geht's dir? Wie geht's euch? Gut, Bruder. Ja, Abdullah, abgehoben geworden, oder? Aha. Alles gut. Ja, ich bin da, Bruder, so, zu der 18, welcher Vers? 80-81. 80-81. Ja, der Tafsir von Ibn Kathir geht über Vers 80-81 in der Sure 18. Hä? Welche Sure ist das jetzt? Habe ich dir doch gesagt. Sure 18, Vers 80-81.
Ja, ich habe, okay, tut mir leid, ich habe was anderes verstanden. Alles gut. Mein Fehler. So. 81. Sura Al-Kahf. So, und da steht direkt obendran Interpretation, warum der Junge getötet wurde. And as for the boy, his parents were believers and we feared that he would overburden them by transgression and disbelief. So we intended that the Lord should substitute for them and in him purity and nearer to mercy. Also ich lese gerade, warte, ich mache das hier an. So. Ja, Rafael de la Bé. Ah, jetzt hast du jetzt einfach Arabisch, Digga. Warte, lass mich mal kommen. Ja. Warum bist du in diesem Live? Dave Riem, ich bin nicht der Hauptbesitzer dieses Accounts. Ich weiß nicht, wer du bist. Und okay, ich lese mal vor, ja. Was den Jungen betrifft, so waren seine Eltern gläubig, daher befürchteten wir, dass er sie durch Übertretung und Unglauben erschöpfen würde. Wie im Hadith der Muslime war er von Natur aus ungläubig. Und wenn er gelebt hätte, hätte das sie wegen ihrer Liebe erschöpft für ihn, also würden sie ihm darin folgen. Ja. Warte mal. Also ich habe drinstehen hier, es wurde von Ibn Jarir und Ibn Abbas überliefert, seine Eltern waren gläubig und wir fürchteten, er würde sie durch Rebellion und Unglauben unterdrücken. Ihre Liebe zu ihm könnte sie dazu bringen, ihm im Unglauben zu folgen. Khatada sagte, seine Eltern freuten sich, als er geboren wurde und trauerten um ihn, als er getötet wurde. Wäre er aber am Leben geblieben, wäre er die Ursache für ihren Untergang gewesen. So soll sich der Mensch mit der Entscheidung Allahs begnügen, denn die Entscheidung Allahs für den Gläubigen ist, wenn sie ihm nicht gefällt, besser für ihn, als wenn er ihm aber etwas verordnen würde, was ihm gefällt. Darf ich dich nicht fragen? Darf ich dich fragen? Bist du Christ? Nein. Okay, dann kann ich mit diesem Argument nicht kommen, aber auf jeden Fall, Gott hat einfach nur zugelassen, dass dieser Junge umgebracht wird, damit die Eltern nicht in Unglauben kommen, weil dieser Junge von Natur aus ungläubig war. So, ja, was ja natürlich, aber was machen wir mit einem ähnlichen Fall? Sagen wir jetzt zum Beispiel, wenn du einen Sohn hättest, eine Tochter ist einfacher, deine Tochter zum Beispiel, die begeht dauernd Fitna, die zieht sich kein Kopftuch an, die läuft im Minirock rum und dein Zureden bringt nichts, dass sie sich islamisch kleidet. Was machst du dann? Das ist nicht auf die Allgemeinheit bezogen, sondern das ist nur auf diese eine Geschichte bezogen. Da steht nicht, dass man seine Tochter oder seinen Sohn umbringen soll, wenn die ungläubig werden oder was auch immer. Naja, doch, da steht schon drin, weil die dich dann zum Unglauben verleiten können. Natürlich steht das doch drin. Wenn er aber am Leben geblieben wäre, wäre er der Untergang gewesen, weil er sie eben zum Unglauben verleitet. Es geht um die eine Geschichte. Da geht es nicht um die Allgemeinheit. Der versteht das nicht. Aber Al-Islam, du hast doch gerade eben noch gesagt, ja, du kannst dir nicht vorstellen, dass dieser Junge getötet wird, ja? Und das ist eine Geschichte, Das haben wir ja jetzt gerade bestätigt. Ja, hast du gerade Logos Defender zugehört, oder? Ja, hab ich, aber wusstest du das oder nicht? Du wusstest es ja scheinbar nicht, dass dieser Junge getötet wurde. Ich kannte die Geschichte gar nicht mal. Dann habe ich gerade selber nachgeschaut und dann, ja. Du hast doch davor gesagt, das würde dem Koran widersprechen, wenn dieser Junge getötet würde. Bruder, das sind irgendwelche Atheisten, Bruder, die kommen immer mit solchen Moral-Argumenten. Die verstehen das nicht. Ich frag doch nur ganz normal, du hast es doch vorhin gesagt. Ja. Das Ding ist, würde man einen unschuldigen Menschen töten, das spricht gegen unsere Religion. Nur, dass diese Geschichte ist was anderes. So, man muss wieder in den Kontext. Das ist eine Erzählung, ganz einfach. Ja. Und da steht nicht drin, wenn deine Tochter dich vom Glauben abbringt oder deinen Sohn, dass du ihn umbringen sollst. Steht da gar nicht drin. Das habe ich doch auch gar nicht gesagt, aber er hat also widerspricht diese Geschichte. Und die Eltern. Und die Eltern haben den Sohn gar nicht umgebracht. Das habe ich doch auch nicht gesagt. Ja, Alter. Also wo ist denn das Problem? Du hast ja dieses Argument gebracht, wenn dein Sohn oder deine Tochter einen Minirock trägt, bla bla bla, dann sollst du ihn umbringen. Das stimmt doch gar nicht. Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe was ganz anderes gefragt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gerade, Al-Islam hat vor 10 Minuten gesagt, ja, das widerspricht der Religion, ja, oder seinem Koran, wenn hier der junge TikTok-Sport nicht gemacht wird. Und jetzt wurde er es aber in dieser Geschichte gemacht. Ja, es wurde zugelassen.
Wie spricht es dagegen den Koran oder nicht? Wo steht jetzt drin, dass der Mörder, warte, wo steht jetzt drin, dass der Mörder dafür ins Paradies kommt? Wo steht das drin? Gut. Warte mal, das muss nicht drinstehen, dass er dafür ins Paradies kommt. Wo ist denn das Problem? Wenn Gott einen Mord zulässt, wo ist das Problem? Naja, aber er sagt doch eindeutig, dass wenn das Kind am Leben geblieben wäre, dass das der Untergang für die Familie gewesen wäre. Das heißt, ja, wenn du jetzt... Ich gebe dir ein Beispiel. Wir Menschen, wenn uns etwas passiert, wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn dieses Ereignis zum Beispiel nicht passiert. Guck mal, zum Beispiel, ich bin einkaufen und ich verliere mein Portemonnaie. Und zu Hause später, ich merke, ich habe mein Portemonnaie verloren, aber ich gehe nochmal zurück, um mein Portemonnaie zu suchen. Und in der Zeit explodiert mein Haus. So. In der Zeit, wo diese schlechte Sache passiert ist, passiert eine andere Sache, damit uns diese Sache, diese Explosion einfach erspart bleibt. Schau mal, das Ding ist halt, es ist leider, und das sieht man hier doch, also es ist doch ganz klar erkennbar, dass es hier darum geht, die Eltern wären, wenn dieses Kind am Leben geblieben wäre, eben weil das sie zum Unglauben verführt hätte, alleine das schon. Und das ist doch ganz klar übertragbar, dass wenn du aus der Geschichte hast, wie gesagt, ich würde gern bei der Geschichte bleiben, deine Tochter kann dich zum Unglauben verführen, eben weil sie sich unislamisch kleidet, meinetwegen Minirock trägt, mit Typen ausgeht, sich nicht an die islamische Gesetze hält und somit deine Familie zum Unglauben verführen könnte. Alleine das, und damit werden die Ehrenmorde doch gerechtfertigt, werden die doch leider umgebracht in Deutschland. Wir haben hier in Deutschland diese Ehrenmorde. Und mit dieser Begründung werden diese Mädchen leider getötet. Du hast aber nicht verstanden, oder? Schau mal, ich habe dir doch gesagt, dass dieses Beispiel leider anzuwenden ist, eben auf das, was mit den Mädchen hier teilweise auch in Deutschland und in anderen islamischen Ländern passiert, wenn sie sich eben unislamisch verhalten, wenn sie eben ihre Familie zum Unglauben verführen könnten, dann kann das hier doch damit zur Rechtfertigung genutzt werden, oder sehe ich das falsch? Wo wurde denn hier in Deutschland jemand getötet? Also du glaubst, dass es hier in Deutschland keine Ehrenmorde gibt? Laut dieser Quelle. Nein, nicht laut dieser Quelle, das ist was anderes. Wir haben hier in Deutschland, und das kannst du nachschauen, es gibt Ehrenmorde. Ich argumentiere gerade mit der islamischen Rechtfertigung hier drüber, dass das so drin steht. Und wenn du jetzt einen gläubigen Moslem hast, der sagt hier, du kannst danach gehen, du kannst deine Tochter nach diesem Tafsir von Ibn Kafir töten, dann ist das doch darauf zurückzuführen. Also man kann doch nicht einfach sagen, das ist damit nicht so rechtfertigt. Das habe ich gerade erklärt. Der Tafsir sagt gar nicht, dass wir unsere Töchter oder Söhne töten sollen, wenn sie eine Fitna für uns sind. Das stimmt gar nicht. So, und wenn die Tochter oder der Sohn eine Fitna für uns sind, dann sollen wir die meiden oder sie zum Besseren belehren, aber wir sollen sie nicht töten. Das wird nirgendwo im Koran erwähnt. Ja, was ist, wenn das nicht funktioniert, Logos? Was ist, wenn ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie? Also wenn das jetzt bei Frauen nicht funktioniert, was ist dann? Oh, die Übersetzung Bruder, ist wieder falsch. Du kommst jetzt mit 2434, Bruder. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist auf die Frauen bezogen. Warte mal, das ist jetzt nicht auf die Töchter bezogen, okay, sondern das ist auf die Frauen bezogen. Darauf können wir gerne eingehen, wenn du möchtest. Danach können wir gerne eingehen. Es geht aber jetzt, wie gesagt, erstmal um den Ehrenmord-Tafsir. Wie gesagt, ich habe den dir vorgelesen und da steht, wie gesagt, ganz klar drin, dass man, wie gesagt, da steht auch drin, Allah hat Sekunde... Ach so, ja, hier. Warte mal, Logos. Also, da steht auch ganz klar drin. So soll sich der Mensch mit der Entscheidung Allahs begnügen, denn die Entscheidung Allahs für den Gläubigen ist, wenn sie ihm nicht gefällt, besser für ihn, als wenn er ihm etwas verordnen würde, was ihm gefällt. Also, man sollte das machen, obwohl es einem nicht gefällt. Da steht auch drin, Allah verordnet den Gläubigen nichts, es sei denn, es ist gut für ihn. Und Allah sagt, und es kann sein, dass du etwas nicht magst, das gut für dich ist. Sure 2, Vers 116. So wollen wir, dass ihr Herr ihn für jemanden austauscht gegen einen Besseren, in der Gerechtigkeit näher ist an der Barmherzigkeit. Ein Kind, das besser war als dieses. Ein Kind, für das sie mehr Mitleid empfinden würden. Also mehr Mitleid, nur weil dieses Kind Fitna gemacht hat. Oh, du verstehst es ehrlich gar nicht, wirklich. Zuerst einmal. Ich interpretiere nicht mal. Ich lese nur vor. Okay. Was damit gemeint ist, okay? Kannst du bitte nochmal langsamer vorlesen, das Ende, wo drin steht, okay, dass
dass wir etwas Besseres bekommen, dass wir die Muslime etwas Besseres bekommen, wenn die Kinder eine Fitna sind. Also ich kann dir das eine erklären, wo drin steht, dass was hast du nochmal erwähnt, dass wenn uns etwas Schlimmes passiert, dass es von Allah so gewollt ist, und wenn es für uns schlimm rüberkommt, hat es aber einen tieferen Sinn, weißt du, es hat einen tieferen Sinn. Es bewahrt uns vor etwas. Allah schützt. Ja, aber das rechtfertigt doch nicht das Töten. Okay? Das rechtfertigt doch nicht das Töten eines Kindes. Doch, nach Ihrer Auffassung schon. In der Geschichte rechtfertigt es das schon, und die Eltern haben ja das Kind nicht getötet. Sie waren ja traurig darüber. Und Allah tröstet die Eltern damit, indem Allah zu den Eltern sagt, das Kind wäre eine Fitna für euch gewesen, und diese Fitna wäre schlimmer als der Mord an das Kind. Ja, also das war's vielleicht. Ja, aber nach dem, wie du es gerade formuliert hast, gibt es doch natürlich Menschen, die denken, okay, es ist besser so, weil aus dieser Geschichte würde rausgehen, dass es besser ist, dass er stirbt, ja, als ihn leben zu lassen. Das interpretiert ihr so. Ich bin nicht mal Muslim, oder? Ja, aber oder? Gibt es Leute im Islam, die das interpretieren oder nicht? Ja, trotzdem ist es falsch. Es ist falsch laut, das ist ja eine, weil es geht ja um eine Geschichte. Das ist ja kein Gesetz, ja, dass man jemanden umbringen soll. Genau. Das ist ja eine Erzählung. Und diese Erzählung hat einen tieferen Sinn. Und zwar der tiefere Sinn ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied von dir fortgeht, so hat Allah, so sollen die Muslime wissen, dass Allah das geplant hat und es etwas Gutes sein soll, und sie sollen nicht traurig sein. Es ist ein Trost für die Eltern, okay? Ist dann ja vielleicht auch mal interessanter, wenn wir jetzt mal ein bisschen über die Ethik und die Moral im Islam reden, als uns hier stundenlang immer diese Verse aus dem Koran da anzuhören. Was ist denn euer Koranverständnis? Wie ist das, euer ethisches Verständnis? Also ich gehe nach der Bibel, ich bin kein Muslim. Aber nochmal, ihr seid Atheisten, richtig? Ich bin Atheist, wie das bei den anderen ist, weiß ich jetzt nicht. Also Hope ist nicht praktizierende Jüdin, wie das bei den anderen ist, weiß ich nicht. Aber schau mal, leite doch nicht ab, warte mal, Logos, leite doch nicht ab. Es ist doch egal, wer es ist. Wir reden gerade über das eine spezifische Thema. Wir reden über das eine spezifische Thema. Wir können nicht darüber reden, weil ihr eine ganz andere Moral als wir religiöse Menschen haben. Ihr habt eine ganz andere Moral, ihr habt ein ganz anderes Verständnis. Es macht gar keinen Sinn, mit euch darüber zu diskutieren. Egal, was ich dir jetzt sage, du wirst sagen, das Kind ist ungerecht gestorben. Egal, was ich dir sage. Es bringt doch gar nichts, mit dir zu diskutieren. Ist es für dich moralisch in Ordnung, wenn das Kind getötet wird, weil es ansonsten die Familie zum Unglauben gebracht hätte? Es ist nicht deswegen gestorben, getötet worden. Es wurde getötet, und Allah gibt den Trost an den Eltern. Okay, es ist eine Art Trost, was Allah zu diesen zwei Eltern vermittelt, damit sie nicht zu sehr traurig darüber sind, über den Verlust ihres Kindes. Kind erst sterben? Warum überhaupt denn erst? Schau mal, das Kind wurde doch von einem Gläubigen getötet. Das kann man ganz klar, wie gesagt, dadurch sehen. Allah verordnet den Gläubigen nichts, es sei denn, ist es gut für ihn. Und Allah sagt uns, kann sein, dass du etwas nicht magst, das gut für dich ist. Nein, das geht nicht, dass von einem Gläubigen getötet wurde. Und ich gehe jetzt auch raus, weil es keinen Sinn hat, mit euch zu diskutieren. Al-Islam, oder geh raus. Ja, mit Atheisten hat es einfach gerade. Schau mal, es steht doch ganz klar drin, dass das Kind getötet worden ist. Also steht ganz klar, das Kind wurde getötet, zum einen Punkt. Und es wurde zum zweiten Punkt gesagt. Und diese Anweisung, Sure 2, Vers 116, das gilt, dass man etwas tun soll, obwohl es einem nicht als gut erscheint. Aber Allah hat einen größeren Plan, das heißt, man soll einfach handeln, ohne drüber nachzudenken, und einfach machen. Allah sagt, das ist richtig. Nochmal, wo sagt Allah, man muss jetzt alle Kinder töten, die eine Fitna für die Eltern sind? Wo sagt Allah das? Ich bin live. Schau mal, wenn man den Koran als ewig gültiges Wort Gottes sieht, der nicht anzuzweifeln ist, dann kann man das daraus leider ableiten. Und wenn du das nicht verstehst, dann kann ich nichts dafür. Aber es steht auch ganz klar in diesem Tafsir drin, was damit gemeint ist. Steht ganz klar drin. So, ganz ehrlich. Also, man...
schaut sich das hier neutral an, man redet darüber, ich muss da noch nicht mal irgendwas reininterpretieren. Ibn Kathir hat das bereits interpretiert. Und wenn man sich diesen Fall anschaut, was mit dem Kind passiert ist, weil sie eben die Eltern zum Ungläubigen, zum Unglauben gebracht hat, dass das Kind dann getötet worden ist, dann ist das doch ein Problem, dann ist das damit rechtfertigen. Ja, natürlich. Vor allem mir soll man nicht erzählen, ich habe keine Moral als Atheist. Ich selber würde niemals, niemals einen Menschen töten. Das ist für mich in keinster Art und Weise rechtfertigen. Ich halte mich an den Gesetze hier im Land. Einen Jungen, ja, einen kleinen Jungen. Eben, ja. Aber ich glaube, das Thema haben wir jetzt genug auseinandergenommen. Wir könnten jetzt gern ein anderes Thema machen. Aber ganz ehrlich, es ist schon anstrengend. Es ist schon anstrengend. Ja, und ich verstehe immer noch nicht, das konnte mir der Typ immer noch nicht erklären, warum das jetzt im Iran, ja, warum das kulturell bedingt sein soll, wenn es diese Kopftuchpflicht erst seit 1979 gibt, eingeführt mit der Islamischen Revolution und davor nicht. Wo ist es denn dann kulturell bedingt? Das ist religiös bedingt. Iran heißt Islamische Republik Iran, ja. Unter der aktuellen islamischen Gesetzgebung des Irans, die mit der Islamischen Revolution von 1979 eingeführt wurde, müssen Frauen ab 9 Jahren ein Kopftuch und arm- und beinbedeckende Kleider tragen. So, kulturell oder religiös bedingt? Vor allem, was man sagen kann, was eine Parallele sein kann, das werden wir sehen, wie es läuft. Wir wissen selber, im Iran selber hat die Tude-Partei, die linke Partei, Ayatollah Khomeini an die Macht geholfen. Und was passiert war, als der politische Islam an der Macht war, die Tude-Partei wurde aufgehängt an Baukränen. Diese linke Partei. Und das mit der Legitimierung hier durch den politischen Islam, weil, wie gesagt, das waren, es tut mir leid, das sozusagen für alle Ayatollah nützliche Idioten, die ihm geholfen haben, die sich leider nicht mit der Materie ausgekannt haben und das leider ihr Untergang gewesen ist. Das ist wirklich traurig, dass so eine totalitäre Ideologie wie der politische Islam so Länder übernehmen kann. Ja, aber wie kann man denn, nachdem was ich gerade vorgelesen habe, sage und mit dem Wissen, dass vor 1979 überhaupt keine Kopftuchpflicht oder so im Iran war, wie kann man denn dann sagen, dass es kulturell bedingt ist und nicht religiös bedingt? Es ist natürlich religiös bedingt. Eben, das ist ganz klar ein religiöses Zeichen, ganz ehrlich. Der gemeinsame Nenner in allen islamischen Ländern, warum Kopftuch getragen wird, ist der politische. So. Jetzt überlege ich mal gerade, ob ich den hochholen soll. Ich glaube, jetzt wird es gerade ein bisschen interessant. So. Aber wie gesagt, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ein Mord an einem Kind ist in keinster Art und Weise irgendwie rechtfertigen. Wie gesagt, bei einem Kind kann man eigentlich immer irgendwas machen, dass es jetzt nicht mit irgendeiner totalitären Ideologie oder so, zum Beispiel, wir haben ja leider das Problem in Gaza auch, dass da Kinder von klein an in den Schulen indoktriniert werden, dass die zu Märtyrern leider von dem Gaza-Fernsehen großgezogen werden. Und das ist auch ein Riesenproblem, was da drüben gemacht wird. Aber man darf deswegen nicht mit voller Kraft gegen Kinder vorgehen. Wie gesagt, ich will nicht ehrlich gesagt in der Lage von einem israelischen Soldat sein, wenn die ein Kind gegenübersteht, was eine Kalaschnikow in der Hand hält. In dieser Lage möchte ich ehrlich gesagt nicht sein, weil das ist eine Situation, die können wir uns in Deutschland hier überhaupt nicht vorstellen, dass man in so einer Situation ist. Ja, ich habe es auch schon gesehen, diese Videos, ja, wie da in den kleinen Kindern das schon eingetrichtert wird, der Hass gegen Israel und Hauptsache jeden Juden töten. Ja. Die hassen scheinbar ihre Kinder, also die scheinbar ist der Hass auf Israel größer als die Liebe zu ihren eigenen Kindern. Ja, deswegen also ganz ehrlich, und das ist leider das Problem am politischen Islam, der hat absolut keinen Respekt vorm Leben, leider auch nicht vor dem Leben der eigenen und ganz ehrlich, es ist nicht in Ordnung. Und wir müssen, wie gesagt, gucken, dass diese totalitäre Ideologie namens politischer Islam hier in Deutschland niemals Fuß fassen wird, im Gegensatz zu dem, was leider Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, gesagt hat, der Islam hat in Deutschland Wurzeln gefasst. Das hat er auf dem Tag des VIKZ gesagt. Entweder ihm war nicht bewusst, was er mit dieser Aussage gesagt hat, dass es eine Einladung zur Islamisierung gewesen ist, oder er wusste es, so oder so ist es aus meiner Sicht als Staatsoberhaupt, als wichtigster Mann überhaupt nicht in Ordnung, sowas von sich zu geben. Ja, auf keinen Fall, aber unsere aktuelle Regierung ist eh in jedem Aspekt scheiße, ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, wir haben die Gefahr,
Wir sehen das auch, wie gesagt, auf den Demonstrationen, wo da gerufen wird, from the river to the sea. In Bayern ist das übrigens schon mit dem Hakenkreuz gleichgestellt, diese Aussage, weil es eben die Vernichtung von Israel und der dort drin befindlichen Juden auch bedeutet. Das ist der wirkliche Genozid tatsächlich. Also die Hamas, sie möchte einen Genozid an den Juden machen. Das hat die Hamas selber gesagt. Die hat selber gesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Und ein Stein sagt, Moslem, Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Das ist 1:1 aus der Charta der Hamas und das wird auch leider angewendet. Ja, und die Leute dort haben auch gefeiert am 7. Oktober, ja. Auch hier in Deutschland teilweise oder in arabischen Ländern. Also was ich damit auf gar keinen Fall machen will, nur um das klarzustellen, ich möchte Israel bzw. dem israelischen Militär damit keinen Persilschein geben, jetzt da drüben alles in Gaza zu machen, was sie wollen. Man muss sich schon an Konventionen und so halten. Der Krieg selber an sich ist ja ein Verbrechen. Und wie gesagt, man darf da auch nicht über die Stränge schlagen bzw. Sachen machen, die überhaupt nicht vereinbar sind. Also jedes Opfer, egal ob auf israelischer Seite, ob auf der Seite drüben von Gaza, ist ein Opfer zu viel, was unbedingt vermieden werden muss. Diejenigen, worauf sich der Fokus beschränken muss, ist garantiert auf die Hamas selber und nicht auf die Zivilbevölkerung. Leider hat die Hamas die Zivilbevölkerung derart stark mit reingebracht, dass sie die als menschlichen Schutzschild benutzt, dass Israel es wirklich, wirklich schwer hat, um die Zivilbevölkerung drumherum zu kommen. Ja, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber meiner Meinung nach macht Israel schon viele Fehler in Gaza, ja. Aber klar, kann man drüber streiten, ganz klar. Was da richtig und was falsch gemacht wird, wir leben in der Demokratie. Also da kann man seine Meinung zu äußern, solange es nicht irgendwie im strafrechtlichen Bereich ist. Also wie gesagt, ich glaube, das ist bei mir so im Stream, wenn man kann über alles diskutieren, aber wenn es irgendwie um generell Menschenverachten geht, pauschalisieren, dass alle von der Ethnie oder von der Religion, dass mit denen was gemacht werden soll, dann ist das in keinster Art und Weise zu unterstützen, von keinen Seiten. Also wenn man jetzt sagt, alle Muslime sind so, da kann ich auch nicht zustimmen. Wie gesagt, es gibt bestimmte Teile im politischen Islam, ich kenne auch einige Muslime, mit denen kann man auch gut reden, aber da muss man sagen, das sind leider wenig Praktizierende. Ja, natürlich. Vor allem, ich weiß nicht, kennst du Nelson Priest? Der war ja schon mal oben, glaube ich, oder bei Löwenherz. Ja, der kommt ja ab und zu auch mal hoch. Ja, und der hat gestern erzählt, ja, dass er in einem Stream von Einfach Selo TV er hat gestern erzählt, dass er vorgestern, ja, von jemand, der oben war, dreimal diese Person gesagt hat, Juden sind keine Menschen, ja. Ja, also so Aussagen haben wir schon öfter gehört. Insofern kann ich auch gerne ein bisschen Werbung gerade für die Kundgebung von Michael Stürzenberger machen, die nächstes Jahr auch wieder stattfinden werden. Also auf den Kundgebungen gibt es sehr interessante Diskussionen und wir hatten auch mehrfach, und das ist auch auf der Seite von EWO zu sehen, gibt es Videos, wo ganz klar gesagt wird, wo Muslime gesagt haben, dass der Österreicher damals einen einzigen Fehler gemacht hat und das war, dass es nicht komplett gewesen ist. Und also man muss sich mal anschauen, was da alles gesagt wird, vor laufender Kamera, ganz ehrlich. Ja, und da sieht man das Demokratieverständnis von diesen speziellen Muslimen, nicht von allen, aber von diesen speziellen Muslimen, dass die insofern das Demokratieverständnis bzw. unsere Werte hier offensichtlich nicht verstanden haben, dass die einfach denken, dass man das einfach so sagen kann, dass man da Genozidfantasien äußern kann, ohne dass das Konsequenzen hat. Ja, das ist wirklich, das habe ich auch im Internet gesehen, das ist wirklich krank, ja, wie viele Muslime, ja, oder halt generell Leute, ich weiß nicht, ob es als Muslime waren, aber sicherlich auch viele Muslime, nach dem 7. Oktober da die Woche danach gesagt haben, boah, hätte Hitler seinen Job besser gemacht und sie wünschen sich Hitler zurück und so weiter, ja. Da dachte ich, ich bin hier im falschen Film. Ja, deswegen, also das kannst du dir teilweise nicht vorstellen, was da an totalitärer Ideologie hinten dran steht. Wie gesagt, wir haben auch noch andere Probleme, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich fokussiere mich gerade auf das Problem politischer Islam. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Themen, aber wie gesagt, man muss sich immer auf ein Thema am besten fokussieren und dass man dann gemeinsam zusammenarbeitet, um verschiedene Probleme Stück für Stück zu bearbeiten und dass man sich dann damit auch intensiv beschäftigt, weil halb kann man sich damit nicht beschäftigen, man muss sich mit der Wurzel beschäftigen. Und wie gesagt, der politische Islam muss verboten werden. Spirituell hat keiner was gegen, wenn die Leute beten und die anderen Leute leben lassen und keine totalitäre Ideologie innehaben. Aber es geht explizit um eine totalitäre Ideologie und nicht irgendwie um friedlich lebende Menschen.
Ja, und Thomas hat ja vorhin gesagt, ja, es gibt keine Leute, die die Scharia wollen in Deutschland und die Angst ist weit hergeholt und so weiter. Ja, dieser Al-Islam hat mir schön das Gegenteil bewiesen. Ja, deswegen, also das ist leider oft so, dass am Anfang nett gekommen wird, versöhnlich, und sobald die dann merken, ja, wir haben Ahnung, wir wissen, wovon wir reden, dann geht es los mit den Beleidigungen, mit den Bedrohungen, mit den Beschimpfungen. Wie gesagt, deswegen kann man leider nicht direkt von Anfang an sagen, dass die ehrlich und aufrichtig miteinander sind, weil leider ist auch das Lügen, um das besser darzustellen, auch leider erlaubt. Ja, aber gerade eben die Diskussion, muss ich dazu sagen, war auch mit Al-Islam und Thomas, war schon recht fair. Ja, also da gab es Schlimmere. Ja, also Hope, wo warst du in der Zwischenzeit? So. Was ist Steiner seine Philosophie? Jude selber sagte, wären die Muslime nicht in Europa gekommen, hätten die Juden alle bitte nicht lügen über Islam. Islam der einzige Religion. Ich muss mich aber auch erstmal für heute verabschieden. Ich muss essen gehen. Vielen Dank fürs Hochholen. Und ich weiß nicht, wenn du heute Abend nochmal live bist, komm vielleicht nochmal hoch. Ja. Bestätige das. Danke, dass du da warst. Ist das bei mir gerade nur so, da hört man gerade das schlecht? Hopp. Wie meinst du? Ist ja. Die Audio bei mir gerade so schlecht? Oder? Ja, ich höre dich. Nee, ich höre dich auch. Warte. Warte mal. Ah ja, so, besser? Oh, ja. Besser? Perfekt. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Vielleicht nur ein bisschen zeitversetzt bei dir. Mach mal bitte dein Mikro kurz aus. So, ich hoffe, man hört das jetzt nicht zeitversetzt, weil ich habe mich ein bisschen bei dir im Mikrofon wiedergehört. Sollte jetzt klappen. Hoffentlich läuft das nicht zeitversetzt. Hoffentlich. Ja. So. Was denkt ihr, sollen wir mal eine kurze Pause machen oder sollen wir durchmachen? Ich glaube, eine Pause wäre gut, oder? Ich muss eh... Ich muss eh live gehen, dass meine Freischaltung durchgeht. Sollen wir dann um 18 Uhr weitermachen? Obwohl 18, 19 Uhr können wir gern weitermachen? Ja, würde ich auch sagen. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir später weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen. Ich glaube, manche müssen das im Chat noch ein bisschen sacken lassen, wenn man sich das anhört, was da eben gesagt worden ist, alles. Ich habe nicht alles mitbekommen. Ich war unterwegs, aber das war, ja. Keine Worte, also wirklich. So, dann würde ich sagen, für diejenigen, die drin sind, können wir um, würde sagen, 18:30 machen wir weiter. Genau, ich werde jetzt sofort live gehen und dann, ich brauche 120 Minuten. Ach so, ja, dann melde dich einfach, wenn du fertig bist. Genau, wenn ich fertig bin, komme ich dann rein. Okay, bis gleich, ciao. Ciao, ciao.